So, Leute, was geht ab? Ja, sorry, ich habe 2 Minuten zu spät gestartet. Sorry, ich sehe es schon im Live-Chat. Beruhigt euch. Schlagt mich bitte nicht. Livestream läuft. So. Heyo Leute, Crimex hier. Was geht ab, Paul Berger? Ich hoffe natürlich immer, euch geht es allen gut. Ich darf euch zu einem weiteren Livestream auf meinem Kanal begrüßen. Leute. Ja, ist ja gut. Ich werde gleich mal zu Beginn ein paar Paul Berger grüßen. Beruhigt euch doch erstmal. Lasst mich doch erstmal hier ankommen. Lasst mich doch erstmal hinsetzen, bevor ihr fragt, ob ich euch grüße. Treefox, Ehrenmann, Dankeschön. Leute, heute ist einiges geplant. Ich habe sehr, sehr Bock auf diesen Stream, Leute. Denn heute gibt es mal wieder einen ganz saftigen PlayStation 5 Stream, Leute. Heute gibt es mal wieder einen ganz saftigen PS5 Stream. Und da muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen, ich habe mir sowas Cooles überlegt. Ich habe mir 2 Games überlegt, die wir heute zocken können. Und zwar einmal Hitman und einmal Avengers. Und ich habe auf Instagram eine Abstimmung gemacht. Vielleicht habt ihr das ja gesehen, Leute, die Abstimmung auf Instagram. Und da auf jeden Fall auch nochmal danke für eure Hilfe. Denn ich war hin und her gerissen. Ich wusste nicht, soll ich lieber Hitman, soll ich lieber Avengers? Ich habe Bock auf beide Games. Und da war mir mal wieder meine Community eine sehr große Hilfe. Denn, meine Freunde, die Abstimmung ist mit 50-50 ausgegangen. Ja, also auf jeden Fall vielen Dank an meine Instagram-Community, dass ihr mir bei dieser schwierigen Frage geholfen habt. Jetzt weiß ich nämlich immer noch nicht, welches Game wir streamen sollen. oh mein Gott, Leute. Imag Ehrenmann, was geht ab? Deswegen würde ich sagen, ich habe schon einen Abstimmungslink vorbereitet. Ihr dürft jetzt gleich mal abstimmen, auf was ihr mehr Bock habt, Leute. Und zwar einmal haben wir heute hier im Inventar Avengers, Leute, auf der PS5. Avengers auf der PS5, sehr, sehr nice Ding. Oder Hitman 2 auf der PS5. Ihr dürft euch entscheiden. Ich werde gleich einen Abstimmungslink reinballern. Auf jeden Fall, dann werde ich euch, dann müssen wir uns für irgendwas jetzt heute entscheiden. Wir können das andere ja auch noch streamen, aber für irgendein Game müssen wir uns mal entscheiden, Alter. Ihr habt wirklich genau 50-50 abgestimmt. Was soll das, Leute? Rohkock Gaming, 2 Euro, Dankeschön. Und dann hier noch einmal 5 Schweizer Franken von XP Offline. Dankeschön dafür, Bratan. Bro, was geht? Kennst du mich noch? Hab schon ein paar Mal gespendet. Wünsch dir immer wieder alles Gute, bleib gesund, verfolgt dich schon seit GTA-Zeiten. Vielen Dank für die netten Worte, Bro, ich küsse dein Herz und Dankeschön für den Support. Ich würde sagen, Leute, ich werde euch jetzt mal hier einen Abstimmungslink kurz reinhauen. Nee, warte, ich grüße erst 3 Leute, dann stimmen wir ab, was wir zocken. Okay, jetzt mal Namen, erstmal Namen reinschreiben, okay? Dann haue ich hier in den Live-Chat den Abstimmungslink rein und dann würde ich sagen, machen wir einfach 2 Minuten Zeit oder so und dann müssen wir uns halt einfach für irgendwas entscheiden. Irgendwas müssen wir dann halt einfach mal zocken, Leute. Ich habe, wie gesagt, auf beides gleich Bock. Aber irgendwas müsst ihr müsst sagen, Alter. Ihr habt wirklich auf Instagram 50-50 abgestimmt. Ihr habt mich hops genommen. So, komm. Ich grüße jetzt erstmal den Jonas, a.k.a. Flavio Wild. Gruß geht raus. Dann grüße ich hier noch den... Oh Gott, Leute, ihr macht den Chat kaputt. Den Nico Endele, a.k.a. Nico. So. Ey, Digga, ihr macht einfach den Chat kaputt. Und dann grüße ich hier noch einmal den... Warte, komm, erstmal noch mal den Filippo Bester, weil er ist Ehrenmann. Gruß geht raus. Und den Yusuf Kuro. Gruß geht raus, Bro. So, Leute, jetzt habe ich hier ein paar gegrüßt. Reicht jetzt hier mit reinschreiben. Leute, ich muss euch jetzt in den Knast stecken. Ich muss euch jetzt die Handschellen anlegen und euch in den Knast stecken. Hyper Trench, Dankeschön für Ehrenmann. So, zack. Ich muss euch leider kurz in Hubs stecken, Leute. Nehmt's mir nicht übel. Leute, jetzt haue ich euch noch den Abstimmungslink rein. Und dann... würde ich sagen... Ey, ihr müsst euch jetzt hier echt mal... Christoph, Egerbrecher und Loser King 1. Ihr müsst euch echt mal ein bisschen beruhigen, Leute. Ihr rastet ja hier gerade komplett aus schon hier. So. Zack, hier der Abstimmungslink. Bitte diesen Link einmal draufklicken, dann dürft ihr euch entscheiden, ob ihr Hitman 2 oder Avengers wollt, dass wir das Game heute streamen. Wie gesagt, wenn ihr euch für ein... Ich werde sogar beide Games streamen, weil ich übertrieben Bock auf beide habe. Also ich kann mich wirklich null entscheiden. Aber ihr müsst euch entscheiden, was wir heute streamen. Iveta Yasari, Dankeschön für 10 Schweizer Franken. Kuss. Johannes Valentin Weid, Ehrenmann. Und Gamertag 14 upgraded auf Ehrenbruder. Vielen, vielen Dank dafür. Es ist wirklich zu wild. Ich habe den Abstimmungslink jetzt ein paar Mal reingehauen, Leute. Wie gesagt, entscheidet euch da jetzt einfach mal. Ne? Ihr müsst euch jetzt für irgendwas heute entscheiden. Auf Instagram, es war halt Real Talk auf Instagram 50-50. Ihr habt mich einfach hops genommen heute. Ihr habt mich einfach hops genommen. So. Zack, warte mal. Ich guck jetzt mal. Wir schauen jetzt mal hier abstimmen. Mir ist es... Okay. Ich würde sagen, wir warten jetzt noch 1 Minute und das, was dann halt einfach mehr Votes hat, für das entscheiden wir uns einfach, okay? Wir schauen halt jetzt einfach. Wir lassen jetzt einen Countdown ablaufen und dann werde ich dann das letzte Mal aktualisieren und dann ist das halt so, ne?
So, ich gebe euch mal eine Bildschirmübertragung, wie das aktuell bei mir aussieht. So. Aber finde ich eigentlich geil, Leute. Eigentlich so mal schön am Anfang erstmal entscheiden, was wir heute streamen werden. Finde ich eigentlich eine ziemlich coole Idee. So, ich würde sagen, ich werde jetzt einen Count, dürft ihr jetzt noch abstimmen. Warte, Timer auf eine Minute. Zeit läuft jetzt, Leute. Ihr müsst jetzt hier mal Yalla machen. So, F5, wir aktualisieren mal. Hä? Ergebnis ansehen. Oh, aktuell Avengers vorne. Also wenn die Hitman-Gang jetzt hier noch Hitman sehen wollt, dann müsst ihr euch jetzt noch ranhalten. Ich werde, wenn die Zeit abgelaufen ist, aktualisieren und das bleibt dann. Hier. Das bleibt dann. 39 Sekunden. Wie gesagt, ich finde, egal welches Spiel jetzt gewinnt oder welches verliert, ich denke mal, das andere werde ich trotzdem streamen, weil ich habe, wie gesagt, geisteskrank Bock auf beide Games, dass die Abstimmung 50-50 ausgeht. Zeigt mir, dass ihr auch Bock auf beide Games habt. Die letzten 20 Sekunden, dann ist die Entscheidung, Leute. Oh mein Gott. Ich bin gehypt. Egal, wie es ausgeht, ich bin gehypt. Und egal, wie es ausgeht, das andere Game werden wir auch noch streamen. Aber, wie gesagt, für heute müssen wir müssen irgendwas, für irgendwas, ich kann ja nicht, ich kann ja, obwohl ich könnte noch die zweite PlayStation 5 anschließen, dann streamen wir einfach beides gleichzeitig. So, 5, 4, 3, 2, 1, finito! So, Timer ist abgelaufen, jetzt einmal noch aktualisieren und das Ergebnis steht dann. Und es ist, Avengers hat gewonnen mit 55%, ist immer noch sehr, sehr knapp ausgegangen. Aber Leute, damit ist die Entscheidung gefallen. Hitman, finde ich, ist trotzdem ein sehr, sehr nices Game und ich glaube, das werden wir auch noch die nächsten Tage und Wochen bestimmt auch mal abchecken. Clash Royale, Dankeschön für 5 Euro. Chaki Nano, Ehrenmann, was geht ab, Leute? So, dann würde ich sagen, gehen wir rein in Avengers. Ich habe mir sogar auf Ehre einfach beide Games gekauft, Leute. Ne? So ein Ding ist das. Und bitte Live-Chat, holt mir jetzt bitte nicht voll. Ich habe ganz fair entschieden. Okay? So, bitte, also für die Leute, die jetzt vielleicht für das andere Game waren, bitte nicht rumheulen. Es war einfach fair. Mehr fairer als so kann man nicht machen. Ich habe 2 Abstimmungen gemacht. Ja? So, wie gesagt, Hitman werden wir trotzdem noch machen. So, aber wir sind jetzt back in Avengers. Hui! So, wir gehen rein. Hallo? Hat das hier nicht Musik normalerweise? Hat Avengers meine PlayStation nicht... Ah, warte, oh. Hier, deswegen habe ich noch keine Musik. Ah, Cranky Boy, Ehrenbruder, was geht ab? So, jetzt. Ah, Avengers, Digga. 0% Fortschritt, ihr könnt sehen, ich habe noch gar nicht angezockt. Let's go, meine Freunde. Wir gehen rein in ein weiteres... Oh, ich vergesse das immer, dass PS5 keine Ladezeiten hat. Zu schmackhaft. Wir gehen rein in ein weiteres PS5-Game. Let's go. Puh, boah, das sieht schon episch aus. Im Hintergrund auch Iron Man. Leute, im Hintergrund ist auch Iron Man. Puh, let's go. Oh, die Musik. Die Musik catcht mich jetzt schon wieder. Automatisches Speichern. Dieses Spiel speichert automatisch. Bitte beende das Spiel nicht, solange dieses Symbol zu sehen ist. Okay, gut zu wissen. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinie. Ja, okay. Ich will das nicht lesen. Kennt ihr das? Lest ihr auch nie diese Dinge? Wer liest das auch? Das sind immer 10 Seiten. Kontoverknüpfung. Bitte bestätige die Anmeldung, indem du die E-Mail anforderst einem Square Enix Members Konto. Was ist denn da? Was? Ich will jetzt kein Square Enix Konto. Digga, warum brauche ich jetzt ein Square Enix Konto? Toxic Dennis, Dankeschön für 55. Moin Max. Kannst du mich grüßen und moin mich auf Instagram anschreiben? Bro, auf Instagram wird ein bisschen schwierig, aber ich kann dich grüßen. Toxic Dennis, Gruß geht raus, Dankeschön. Yo, Brainwave Dave, was geht ab? Digga, warum brauche ich denn jetzt ein Square Enix-Konto, um Story Game zu spielen? Was soll denn das jetzt schon wieder? Erstelle ein Square Enix-Members-Konto, um Zugriff auf folgende Features. Multiplayer, ich will keinen Multiplayer, ich will einfach nur Story spielen. Ich will kein Square Enix-Konto. Ja, schließen. Ey, mein... Ich dachte schon. Okay, wir müssen jetzt herrlich... ihr seht das, ich habe das Game noch gar nicht gezockt. So. Oh, da gibt es sogar Live-Event am Donnerstag, okay? Oh mein Gott, Digga. Nice. Nice. Wir wollen natürlich die Kampagne spielen. Ich würde sagen, wir machen normal. Normal. Nicht leicht. Leicht ist für Anfänger. Wir machen einfach normal. Es geht rein in die Story. Es geht einfach rein in die Story. Oh, Tor. Immer häufiger. Woo! Mächtige Menschen, die nach unten treten. Aber die Avengers waren anders. Daran habe ich fest geglaubt.
Ich denke, das alles ist aus einem guten Black Grund Widow. Passiert. Ehren Black Widow. Ich habe immer gewartet. Vielleicht bin ich endlich Teil von etwas Größerem. Aha. Keine Ahnung, wer die Alte ist. Crystal Dynamics. Oh. Oh, Bruder. Da sehe ich mich. Ich sehe die Brücke, Abu, siehst du? Da sehe ich mich. Wurde auch Zeit. Oh, diese Sitze Loser King, danke schön. Unbequem. Sie ist wer ist denn die Alte? Die kenne ich gar nicht von den Avengers. Wieso heißt sie Golden Gate Bridge, wenn sie gar nicht aus Gold ist? Das habe ich mich aber auch mal gefragt. Warum heißt sie Golden Gate Bridge, wenn, so viele Golden Gate Bridge, wenn sie nicht aus Gold ist? Und bestimmt sind ihre Geschichten alle super. Ach, das sind so Superheldenkinder. Die wollen zu den Avengers gehen. Ah. Und wenn ihnen meine Geschichte nicht gefällt? Wenn sie nicht reinpasst? Sie muss perfekt sein, weißt du? Bei deiner Geburt, da meinte dein Bruder, du hättest coole Augen. Was geht ab, Layla? Aber für mich waren sie das absolut Schönste, was ich jemals gesehen hatte. Oh, Ehrenvater. Wir sind alle einzigartig, Kamala. Du solltest stolz darauf sein, wer du bist. Das stimmt. Sollte jeder von uns. Ich hab dich lieb, Abu. An euch ganz Paul Berger, jeder ist einzigartig. Und ich bin sicher, du wirst das hier gewinnen. Oh, wird Max auch vor. Zum Superhelden mutieren? Safe, ich dreh durch. Du kennst mich. Wenn ich ein Spiel hype, dann dreh ich durch. Dann denke ich, ich bin Iron Man. Dann mach ich so. Piu, 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 piu. Und das Publikum rastet aus. So gefällt mir das. Ja, komm, quatsch nicht so viel hier. Aber du weißt, was zählt. Sieg oder nicht? Oh, ein guter Mensch sein ist wichtig. Oh, Peter. Gut ist nicht, was du bist. Gut ist das, was du tust. Das ist mein Mädchen. Richtiges Daddy's Girl. Oh mein Gott, Avengers. Da ist das Avengers Tower. Komm, Abu, schnell. Ich bin so gehypt auf das Avengers Game, Leute. Richtig gehypt. Hype is real. Moin, Meister! Es ist voll leise. Soll ich leise, lauter machen? Soll ich ein bisschen lauter machen? Weil viel lauter kann ich bei mir nicht machen, um ehrlich zu sein. Das ist Wahnsinn! Oh mein Gott! Okay, jetzt können wir selbst. Wir spielen als dieses kleine Mädchen. Ich komme! Drücke L3 zum Sprinten. Okay, das ist ja schon mal gut. Oh, Leute, guck mal hier. Wir sind auf so einer Avengers-Präsentation. Hier ist, Captain America! Black Widow! Oh, Thor, bester Mann. Thor zu wild. Hulk. The Incredible Hulk. Iron Man. Iron Man, mein absoluter Lieblings-Superheld aus dem ganzen MCU. Okay, jetzt müssen wir uns hier anmelden. Wir sind beim Avengers Day. SGTCX 75. Dankeschön für 5 Euro. Gruß geht raus. Eins Justin Irren. Dann darfst du auf den VIP-Balkon. Sobald du alle hast, scanne dein Handy am Aufzug und los geht's. Okay, die ist doch okay, die Lautstärke, oder? Boah, Leute, es tut mir leid, ich muss das Ding ausbilden. Der VIP-Balkon. Da muss ich hin. Hey, ziemlich cool. Ich werde die Spenden hier im Stream ausblenden, Leute. Weil das ist mir jetzt zu laut hier. Aber man sieht es ja noch im Live-Chat, die Donations. Okay, Taktikbewusstsein. Drücke, um Taktikbewusstsein zu aktivieren und Zielmarkierung 1. Okay. Das ist quasi wie die Spinnenfähigkeit von Spider-Man. Okay, da kriegt man angezeigt, was. Okay, das ist quasi so ein. Ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll. Okay, wir müssen erstmal hier hin. Und hier? Ich check nicht. Aber warte, hier muss ich hinlaufen. Black Widow. Oh, wir sind am Black Widow-Stand. Nur die Roten muss ich abschießen. Das ist einfach Aim-Training hier, Leute. Oh, yeah. Wir sind Black Widow. Paar Headies verteilen hier. Bam. Bam, Junge. Bam, bam.
So, den ersten Stand haben wir schon mal erfüllt. So, okay, sehr gut. Also Leute, Paul Brawl Stars, Dankeschön. Ich muss natürlich erstmal ein bisschen jetzt hier die Story checken, ne? Ich muss hier jetzt erstmal ein bisschen die Story checken. Also wir spielen gerade als kleines Mädchen hier im Avengers Game und wir sind bei einem Avengers Festival. So, also und hier kann man so Aufgaben machen, wie bei so einem Tag der offenen Tür bei einer Schule gefühlt, wo man so zu allen Stationen laufen kann. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieses Mädchen, was wir spielen, auch irgendeine Superheldenfähigkeit hat. Oder sonst würde es ja keinen Sinn machen, die jetzt zu spielen. Also irgendwie muss sie noch bei den Avengers vorkommen. So. Okay. Ich hoffe, wir können gleich als Hulk oder so spielen. Da habe ich richtig Bock drauf. Aber ich glaube, wir werden so ein bisschen hier erstmal... Das ist wie bei dem Spider-Man-Teil. Da spielt man ja diesen Miles. Und dann muss man erst so der richtige Spider-Man werden. Ich muss einen anprobieren. Hey, die Iron Man-Handschuhe sind weg. Klau einfach ein Mädchen. Wir klauen einfach von Iron Man ein. Oh Mann. Oha, wie geil ist... Oha, den hätte ich gerne. Wie krass wäre das, wenn man so einen Handschuh hätte. LOL! Aber Thor sieht ein bisschen fett aus, oder? Das sieht doch ein bisschen fetter aus hier, habe ich das Gefühl. Oh, Verzeihung. Du bist sehr klein und kaum zu sehen. Doch du musst vor einem Sohn Odins nicht erzittern. Obgleich ich den Impuls verstehe. Wie heißt du? Kamala Khan. Aha. Kamala. Was ist das Ding da an deiner Hand? Oh, das ist ein hochdichter Mionenstrahl. Mark III Repulsor-Handschuh. Tony Starks erste Liebe. Bei Odins Bart. Fast so respekteinflößend wie der Mann selbst, hm? Oh, du bist witzig. Ja, das bin ich. Sieh her, eine wahre Waffe, die keiner Verbesserung bedarf. Oh mein Gott. Wie nennt er seinen Hammer nochmal? Ich hab's vergessen. Wie heißt der? Schreib mal. Wie nennt er seinen Hammer nochmal, Thor? Seine würdig ist, wird die Macht Thors besitzt. Ah, ich hab den Namen vergessen. Schreib schon bitte rein, Leute. Und göttlicher Macht. Er hat einen Namen für seinen Hammer. Ja, schon. Aber Tony Stark trotzdem bester Mann. Safe call. Irgendwo muss jeder Held doch anfangen, oder? Das stimmt. Irgendwo muss jeder Held anfangen. Ja, natürlich. Du bist sehr weise für deine jungen Jahre. Danke. Du aber auch. Kamala Khan. Menjo. Major, Menjo, Major. Irgendwie so nennt er seinen Hammer. Ich weiß nicht mehr. Irgendwie ganz komisch. Mio, Nia. Absoluter Hammer. So, warte mal, ich google das jetzt. Ich google das jetzt, weil ich das wissen will. Wie nennt Thor seinen Hammer? Millionär. Hä? Aber der spricht es irgendwie so aus. Millionär. Nee. Wie sagt der das nochmal? Malma? Irgendwie so. Ja, ich sehe es auch im Internet, aber ich weiß nicht mehr, wie man es ausspricht. Okay, Leute. Cranky Boy, 5 Euro, Dankeschön, Bro. Boah, guck mal, erklärt's da Frauen. Erklärt's hier die Weiber, ey. So, dann gehen wir zur nächsten Station. Da müssen wir hier rüber hin. Zu Captain America! Captain America, auch Ehrenmann. Größter Ehrenmann, Captain America. Oh nein, nichts mehr übrig. Der Schild, den Cap im Zweiten Weltkrieg Hitler ins Gesicht geschlagen hat. Ist das cool. Du stehst im Weg. Oh, Entschuldigung. Zu viele Pseudo-Fans bei dem Wettbewerb. Hey, wie kommt ihr darauf, dass ich kein echter Fan bin? Ich habe genauso das Recht, Mjölnir ausgesprochen. Ja, ich kann es nicht aussprechen, ihr wisst doch, was ich meine. Zisch ab, Kleine. Schreibt mal bitte in den Live-Chat, welchen von den Avengers feiert ihr am meisten? Bei mir ist Safe Call Tony Stark, also Iron Man. Den finde ich echt. Also ich finde ihn allein als Charakter voll lustig. Und an den Schauspieler feiere ich auch voll. Und die Presse. Robert Downey Jr. Die ganze Welt dir sagt, verschwinde. Dann schlägst du Wurzeln wie ein Baum neben dem Fluss der Wahrheit. Und du sagst nein. Ihr verschwindet. Was? Wer hat das gesagt? Echte Fans wissen das. Oh, sie hat den Hops genommen. Ja, von mir aus. Sie hat den Hops genommen. Cranky Boy, danke schön nochmal für 10 Euro. Ich küsse dein Herz, kannst mich grüßen. Gruß geht raus an den Ehrenbruder Cranky Boy. Na toll. Okay, viele Thor, die meisten schreiben Thor und Iron Man, ja? Also,
Spider-Man auch. Spider-Man feiere ich gar nicht irgendwie. Ich fand das gerade ziemlich mutig von dir. Oh! Captain America ist da! Danke. Ich nehme an, du bist ein Captain Marvel-Fan. Sie ist im All, aber hätte dich bestimmt gern kennengelernt. Aber... Captain Marvel feiere ich gar nicht. Finde ich total dumm. Ich bin Kamala. Kamala Khan. 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 In deiner Geschichte geht's um diese Kanalbiester. Die Kanalechsen, ja. Ja, ja. Die hat Thor richtig gut gefallen. Er hat erzählt, sie hatten in Asgard wirklich mal Kanalechsen. Ihr habt meine Geschichte gelesen? Jede, die eingereicht wurde. Das ist so cool. Hey Cap, wir müssen auf die Bühne. Tauchen Black Widow. Nervös. Hast du Thor gesehen? Er müsste doch längst da sein. Ich hab ihn gesehen. Also vorhin, er war drüben am Starkstand. Aber da ist er wahrscheinlich nicht mehr. Ich hab gesehen, wie er wegging. Wer ist die Kleine? Ned, darf ich dir eine unserer Teilnehmerinnen vorstellen? Das ist Kamala Khan. In puncto fiese Kanalechsen ist sie Expertin. Oh, ja genau. Hey, der Trick, den du mich da abziehen lässt mit dem Gullideckel, der ist ziemlich cool. Oha, warum kennen sie alle ihre, warum kennen sie alle ihre Story? Hydra war das doch absolut gar nichts. Das war echt Wahnsinn. Moment, schreibt am Covers feierst du Spider-Man nicht? Gefreut, die normalen schon, aber ich finde den, ich finde den von Avengers, also die neuen Spider-Man, finde ich irgendwie nicht cool. Ich weiß nicht, also irgendwie ist... Feier ich nicht. Ist mir zu sehr Kind. Wie gesagt, Tony Stark, bester Mann, hat die besten Sprüche drauf. Okay, jetzt haben wir schon mal zwei abgecheckt. Jetzt müssen wir nur noch A zu A und zu E gehen. So, das heißt, wir müssen... Ah ne, A und E haben wir zu den anderen. Drei müssen wir noch. Oh, hier können wir Thors Hammer rausziehen. Den Millionär oder wie der heißt. Oh. Als ja, ist klar. Ist nicht der echte Thor-Hammer. Den können sie nicht hochheben. Dafür wäre sie nicht würdig genug. So, jetzt noch zwei Comics müssen wir abchecken. Aber irgendwie die Kleine, die wir hier spielen, die muss ja eigentlich auch irgendeine Superheldenfähigkeit haben. Sonst würden wir die ja jetzt hier nicht spielen bei Avengers, ne? Die muss ja irgendwie was drauf haben. Und wahrscheinlich nicht nur Zahnbelag. Das Spiel ist Legende. Okay, Jonas, dankeschön. Ich kenn's noch nicht, aber ich hoffe, ich werde das auch gefallen. Kein Spielzeug für Milliardäre. Das gilt immer noch. Sie müssen sich bloß auf das Wesentliche konzentrieren. Unsere Arbeit wird die Welt verändern, George. Sie kann ihre Arme richtig lang machen. Jonas sagt, ihre Spezialfähigkeit ist, dass sie wie Gummi... Ach krass, okay, sie ist Gummi. Er will Kontrolle. Aha, gut zu wissen. Ich nehme an, dass wir gleich mit ihr kämpfen können, oder? Das ist ihr Ich bin gehypt. Mit Starks Geld und ihrem Verstand werden sie der Held all dieser Menschen sein. Sehen Sie nicht, wie nah wir dran sind. Da steckst du. Bruce. Du warst heute Morgen auf einmal weg. Das ist doch Hulk hier. Bruce Banner ist ja, doch Hulk. Ich weiß. Was ist los? Nichts. Naja, bloß eine Kleinigkeit. Wir erhalten ziemlich merkwürdige Werte vom Reaktor. George, womöglich hatten Sie recht. Wir sind vielleicht ein wenig voreilig damit an die Öffentlichkeit gegangen. Was meinen Sie? Können wir die Berechnung vielleicht doch noch einmal durchgehen? Oh, ja, ja, natürlich. Danke, tut mir wirklich leid. Okay. Was machst du hier? Das ist also Hulk, aka Bruce Banner. Ich hab mich. Oh, jetzt gibt's verirrt? Ärger. Jetzt gibt's einen auf den Deckel. Ich bring dich zurück zur Show, okay? So. Den hab ich schon. Das Ding ist, ich dachte, wir müssen da hinten hin. Kann ich mit diesem Jungen tauschen? Ey. Ey, Junge, gib mir mal einen Comic hier. Ich hab den Comic, den du wolltest. Super. Tauschen wir. Ich mache gern Geschäfte mit dir. Fast geschafft. VIP-Balkon, ich komme. So, das heißt jetzt nur noch ein Comic brauchen wir. Dann haben wir ausgesorgt. Dann sind wir Rentner. So, hier zur B. Da hinten müssen wir hin. Wisst ihr auch, ab wann man hier fightet in dem Spiel? Weil bis jetzt sind wir hier nur wie bei einem Tag der offenen Tür. Ey, okay, so eine Iron-Man-Maske hätte ich auch gern. Das ist schon cool. Oh. Jetzt noch Hulk. Zu Hulk. Boah. Und. Boom.
Smash! Okay, nice. Wir haben alle Comics gesammelt. Das war's. Ich hab alle. Ich würde mal sagen, Job jetzt erledigt. Wie rauf zum VIP-Balkon. Zum VIP-Balkon dürfen wir jetzt. Aha. Das heißt, darf ich jetzt mit den Avengers chillen, wenn wir jetzt zum VIP-Balkon dürfen? Oder was ist jetzt hier? Direktor Fury. Oh, Fury! Direktor, sind Sie gar nicht besorgt, dass der Reaktor Ihres Helicarriers dieses Terrigen nicht zügeln kann? Wir wissen nichts über... Wir würden es nicht vorstellen, wenn es nicht absolut sicher wäre. Die Chimera sorgt für die Sicherheit und den Schutz der Avengers und von S.H.I.E.L.D., von beiden. Danke. Oh, Wahnsinn, das hat Bruno mir nie im Leben. Was machen diese Dinge? Kleine, sei vorsichtig. Oh. Okay. Bestimmt haben die jetzt entdeckt, dass sie Superkräfte hat, weil die Dinger sie angezogen haben, oder? Kann das sein? Wisst ihr das, Leute? Beta. Das ist der Aufzug. So, jetzt dürfen wir hier in den VIP-Eingang. VIP-MP. Unser Vater natürlich auch mit dabei. Sieht ein bisschen aus... Ey, findet ihr auch, unser Vater sieht ein bisschen aus wie Pablo Escobar? Warum ist er gerade so verschwommen? Ich finde, er sieht ein bisschen aus wie Pablo Escobar, Leute. Ich will eine... Oh, shish! Freut mich, Peter. Jonas schreibt, jetzt geht's gleich direkt los. Ich bin gehypt. Außerdem enthüllen wir eine Show. Okay, wir müssen jetzt die Show hier genießen. Terrigen. Das Zeug soll ziemlich stark sein. Erklären wird das jetzt der Mann, der es entdeckt hat. Dr. George Talton. Warum habe ich das Gefühl, dass gleich irgendwie, dass wir hier angegriffen werden? Captain Rogers, die Chimera wird von einem neuen Mineral betreten. Terrigen. Vor 3 Jahren fand ich einen seltsamen Stein. Ja, in der Bucht von San Francisco. Nach einigen Tests war klar, dass dieses Mineral... Hallo San Francisco! Bester Mann! Bester Mann! Iron Man. Er weiß, wie man Auftritt macht. Schicke Tasche. Ey, das wäre so ich als Superheld, ne? Er weiß, wie man Action macht. Oh oh. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. Jetzt ist nur die Frage, wer hat die Eier, die Brücke in die Luft zu jagen, wenn die Avengers da in der Nähe sind. Tony, seht nach. Sofort. Bleib dran, ja. Mach den Quinjet klar. Für alle Fälle. Mach ich. Boah, ich hab grad richtig Gänsehaut. Jetzt geht's los. Let's go! Natürlich. Ich wollte dich aufholen lassen. Langsam wird die Sache richtig interessant. Was ist das denn? Ich glaube, jetzt gibt's auf die Schnauze. Wir sind mindestens 30 bewaffnete Männer. Wir brauchen Verstärkung. Boom! Oh yeah, man. Okay, ich muss jetzt hier erstmal auf die... Erstmal hier auf die Steuerung klarkommen. Boom! Was? Ich hab mir einen Bus eingefangen. Ich muss hier erstmal echt auf die Steuerung klarkommen, Leute, sorry. Man wird hier direkt so ins Geschehen geworfen. Erstmal jeden hier auf die Decke geben. Boom! Ey, das ist ja nice, Digga. Das ist nice. Einfach jeden weggekloppt hier. Da sitzen Zivilisten fest, hinter der Barrikade. Verstanden. Bleibt hinter mir. Ich kümmere mich darum. Wir helfen dir, Thor. Kein Ding, ich brauche eure Hilfe nicht. Boah! Das
wird lustig. L2, okay, und da habe ich einmal so einen Move hier. Geil, ich kann mein Ding werfen, mein Hammer. Mit wem haben wir es hier zu tun? Die haben sich nicht vorgestellt. Moment. Heftig. Das sind Waffen von Shield. Ich funke Commander Hill an. Cap, die haben das komm, nicht. Komm. Gemacht. Ich brauche meinen Hammer. Wo ist mein Hammer? Ich bleibe auf der da ist mein Hammer. Puh, bam. Ja. Guck mal, er kriegt jetzt einen Snipe rein. Und nochmal abgeworfen. Oh nein, der Arme. Wir müssen ihm helfen, Leute. Bist du verletzt? Nein, ich stecke fest. Komm raus, ich helf dir. Bin ich check dir, Bratan. Bring dich in Sicherheit. Okay, um einen Powerangriff durchzuführen. Boom. Okay. So können wir also mit drei können wir so Power-Smashes machen, habe ich verstanden. Aber irgendwie müssen wir das hier weghauen, habe ich das Gefühl. Ja, genau. Das, also ich, bis jetzt finde ich das Spiel mega. Bis jetzt finde ich die Entscheidung war gut. Hä? Kann man das nicht so? Egal. Oh, jetzt Iron Man. Warte, wir müssen jetzt L1 drücken. Oh, das ist unser Ultimate. Oh mein Gott, jetzt bin ich on fire. Boom. Das war ziemlich beeindruckend. Überraschte ich das? Oh, übermütig. Oh, lol, meine Chemistries. Warte eine Sekunde, sorry. Irgendwie ist meine Cam gerade gefreezt. Moin, da bin ich wieder. Achtung! Ich muss hier erst ein bisschen auf die Controls klarkommen. Tut mir leid, falls ich vielleicht noch nicht die ganzen Moves so drauf hab. Ach, Digga, eure Schimmelschilder, Digga. Oha! Ey! Eure kleinen Schimmelschilder, die könnt ihr euch sonst wo hinstecken, ey. So, weg mit dir. Du kriegst auch einen auf den Deckel. Oh. Cool. Wer seid ihr denn? Es ist noch nicht vorbei, Stark. Hey, komm zurück. Okay. Wurde bestätigt. Geil, jetzt als Iron Man. Brücke zu dem heute Morgen gestohlenen Shield-Konvoi. Okay, hier muss man ein bisschen diese Aim-Training-mäßige machen. Komm schon, Tony. Die sind wichtig. Okay, wir knallen die hier weg. Kein Ding für den King. Bam, 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 bam. Immer diese 404er Shots, beste. Ja, ich weiß, ich hab die verdammten Dinger gebaut. Okay, okay, okay. Noch zwei. Irgendwie kommen da irgendwie mal mehr. Cap, wir sollten den Terrigen-Kristall sichern, denn wenn er getroffen wird. Schon dabei. Dr. Taten ist jetzt. Oh Leute, ich blicke gar nicht durch, ey. Wir brennen, hier ist einfach nur alles am Brennen und irgendjemand muss. Oh mein Gott! Irgendjemand muss hier wegknallen. Robin Schwabe, was geht ab? Welcher von euch B-Movie-Statisten hat auf mich geschossen? Welcher von euch B-Movie-Statisten? Er hat echt nice Sprüche drauf. Alter. Wilder Move. Fury beschafft die komplette Liste. X, um aufzusteigen, okay, und mit X können wir höher fliegen. So, fliegen wir mal ein bisschen höher. Zack, zack, zack. Einmal hier jeden bitte einen auf den Deckel geben. Oh, ich kann ihn auf aufladen. Bam! So, runter mit dir. Ich bin hier der Einzige, der rumfliegt. Du kriegst auch einen auf den Deckel. Ey, wer macht mich hier von der Seite an? Also gut. Wer hatte die tolle Idee, Shieldtrucks mit Geschützen zu beschützen? Warum haben die jetzt auf einmal diese Geschütze? Egal, wir knocken die aus, Leute. Kein Ding für Iron Man. So. Alles super. Ich hoffe nur, die Jungs haben keine. Ich
Sie haben Pulsabhalter. Lange ich noch streamen? Oh ey Leute, ich hab doch gerade erst angefangen. Chillt mal. Wieso bewegt es sich? Jetzt erstmal Avenger. Jemand hat die Sicherheitsprotokolle initialisiert. Der Autopilot der Chimera hat übernommen. Du brauchst Unterstützung. Wir kommen zurück. Ach so, irgendjemand hat jetzt quasi die Technologie von Shield gehackt. Jetzt habe ich das verstanden. Irgendjemand hat die Technologie von Shield gehackt und wir müssen uns die gerade wieder. Das sind halt die Bösen, die das mäßig gemacht haben. Wie ich das Spiel bis jetzt finde, bis jetzt muss ich sagen, ganz ehrlich, ich finde die Cinematics, diese Zwischenfrequenzen übelst geil. Diese, oh, jetzt kommt Hulk. Von dem Kampfsystem weiß ich bis jetzt gerade noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Weil ich finde es teilweise ein bisschen unübersichtlich. Oh mein Gott, Hulk. Ey, Bro, der Arme mit seinen kleinen Schlagringen hier. Der Hulk Smash! Ey, sorry, Alter, aber diese kleinen... Die kleinen Menschen hier, das war's komplett, ey. Bam! So, wo sind sie? So, erstmal ein bisschen hier schön auf entspannt ausweichen und... Also Hulk ist echt zu cracked, Leute. Hulk ist zu cracked. Oh mein Gott. Hulk macht einfach. Hulk ist einfach unzerstörbar. Okay. Okay, ich fall erstmal runter. Hulk ist einfach unzerstörbar, Leute. Und whoppa! Luftsmash! Boom! Boom! Hulk Smash! So. Und jetzt einmal bitte schnell nach vorne. Hä? Also mir tun die Leute ja hier schon... Stellt euch mal vor, ihr arbeitet einfach für so einen Bösewicht und auf einmal kommt so ein Hulk auf euch zugerannt. Da hätte ich ja schon wieder gar keinen Bock mehr, ne? Da hätte ich ja echt schon wieder gar keinen Bock mehr. So, Schluss mit lustig. Schluss mit lustig. Weiter geht's. Wer will noch auf die Schnauze bekommen von Hulk? Oh, Hulk Smash! Hui! Also Hulk ist echt am krassesten, sag ich zumindest. Real Talk. Cranky Boy, danke schon mal für 5 Euro. Hulk ist einfach Maschine. Hulk ist Safe-Maschine. Und jetzt meine Special Attack. Bam! Die Hulk Clap. Wo ist der große Grüne? Ich sehe ihn. Der große Grüne. Der große Grüne. Hulk zerstören. Er kickt ihn einfach weg. Muss los, Bruder. Erfindungen sind gefährlich, Stark. Hey, diese Waffen waren für die guten Jungs. Findest du das etwa komisch? Nicht jetzt. Wir werden gebraucht. Cap, was geht da vor sich? Ich weiß es nicht, Ned. Captain America. Anscheinend eine Fehlfunktion. Ich sehe seltsame Werte. Wir driften zu einem Wärmesignal in der Bucht. Luca Gaming HD, was geht ab? Okay, Loser King. Du musst dich aber hier nicht entschuldigen, wie als wärst du in der Schule. Alles gut, Bro. Ich kann dich kaum hören. Ned, kannst du mich hören? Okay, Jonas, danke für die Info. Cranky Boy, nochmal 5 Euro. Dankeschön. Allzeit Phoenix, bist der Geilste. Danke, Bruder. Ey, ich küsse dein Herz. Okay, jetzt als Captain America. Boom! Der Schild ist ja auch wild. Zack. Finishing Move. Okay, wir müssen jetzt dieses Shield-Schiff retten. Boah, okay. Kannst du mich hören? Ey, wenn man so rennt, da können die einfach gar nichts machen. Wir blockieren einfach. Einfach jeden wegrammen. Tut, tut, der Zug kommt. Sind Sie da? Die Verbindung bricht ab. Denn wir haben ein Problem! Ich weiß, Doc. Sie versuchen, die Chimera zu kapern. So, warte mal. Ich muss hier gerade ein paar Idioten verkloppen. So, was mit dir?
Ach, du willst auch noch auf deinen Schnauz? Ich bin hier der Einzige, der ein Schild trägt, Bruder. Captain America ist der Einzige mit einem Schild. Nur mit deiner Schmutzwaffe kannst auch weggehen. Oh lol, okay, das sind jetzt hier ein bisschen viele. Hey, Bruder. Was soll das denn hier? Was geht? Das Schiff liegt jetzt in die Luft, oder was? Das ist außergewöhnlich. Oh, oh, okay, da kommen noch mehr. Ich muss aber ehrlich sagen, so als Iron Man fühle ich am wenigsten noch. Ich meine, als Captain America fühle ich noch am wenigsten. Also Hulk fand ich bis jetzt am geilsten. Danach kommt, glaube ich, Thor, dann Iron Man und dann Captain America. Der hat mir irgendwie zu wenig coole Moves, Captain America. Avengers, hört ihr mich? Was ist da draußen los? So ein bisschen Finishing-Move hier. Zack, Schild reingekloppt. Okay, das war ein cooler Move. Ich nehme alles wieder zurück. Und Finishing-Move. Okay, jetzt meine Finishing-Move. Boom! Okay, nicer AOE-Damage. Sehr geil. Der Zug kommt und wir machen gleich wieder den Zug. Oh nein. Wir stürzen ab. Oh nein. Ich wiederhole, eine Schalldisruptor-Bombe. Ihr müsst sie sofort. Ja, die haben irgendwie die Systeme gehackt von Iron Man. Ich weiß zwar nicht, wie die Bösen das geschafft haben, die bösen Jungs, aber. Eine Schallbombe? Soll das ein Witz sein? Die UN hat die vor Jahren verboten. Dann sehen wir uns das doch mal an. Oha, wer kommt denn da angebrettert? Das nenne ich mal einen Auftritt. Oha, wie krank ist dieses Teil gepanzert? Wer ist das denn? Ich glaube, Leute, das ist unser Endgegner. Das ist der Superbösewicht. Wenn die Bombe hochgeht, wird alles im Umkreis von 10 Meilen verflüssigt. Also, worauf warten wir noch? Avengers, let's go! Endboss fürs Erste. Ey, Jonas, du hast das Spiel ja studiert. Jonas, du musst mir Tipps geben. So, komm, Endboss, komm her! Ja, warum ist Black Widow jetzt gegen ihn fighten? Von einem führenden Shield-Agent zum anderen. Komm hinterher! Jumpen! Jumpen! Und drauf. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Frankie Boy, danke schön, Bro. Alles gut, danke schön, Bro. Komm, der kriegt jetzt erstmal von hinten so ein paar Nackenschellen drauf hier. Du legst dich hier mit den Falschen an. Der Fuß der Brücke ist gesichert. Oh, jetzt Hulk. Komm, Hulk. Hulk, verklopp ihn bitte. Kann Hulk ihm mal nächstes Mal so einen Nackenschellen geben, bitte? LKW. Also bis jetzt ist der Endboss, hat ja nichts drauf außer Zahnbelag, ne? Sorry, wenn ich das mal so sage, aber bis jetzt hat der... Ja, komm, zieh dem Idiot mal sein... zieh dem Idiot mal seine Maske ab hier. Black Widow auch zu wild, die Alte. Ich hatte gehofft, dir zu begegnen. Ah ja. Komisch. Ah ja, so ein Ding ist das. Überhaupt nicht gedacht. Komm und hol sie. So, erstmal schön ein bisschen ausweichen. Okay, er blockt aber auch. Nice, schön in den Rücken geschossen. Digga, also da muss der Typ früher aufstehen, um mich fertig zu machen. Immer schön ausweichen, wenn er kommt, ausweichen. Wichtig, wichtig, wichtig. Digga, der blockt auch alles hier, ne? Ey, das ist nicht so einfach. Der blockt irgendwie sehr, sehr viel weg. Komm, jetzt hier nochmal. Ja, wichtig geht's, wichtig geht's. So, komm, jetzt wieder. Man hat nur einen ganz schmalen Grat, wenn er sich umdreht. Da muss direkt das Aim am Start sein, Leute. Oha, ich hab doch Ausweichen gedrückt.
Die arme Black Widow. So, komm. Du bist also, ein Frauenschläger. Hm? Du bist also ein Frauenschläger. Das müssen wir gleich mal hier, das klären wir mal. Ausweichen, wichtig, wichtig, wichtig. Und jetzt gibt's in die Schnauze, Digga. Jetzt gibt's hier richtig so, oh, schön von denen, die nichts. Ach, komm schon. Je mehr ich kämpfe, desto mehr lernst du, stimmt's? Das nennt sich fotografische Reflexe. Es nennt sich einfallslos. Schön ausweichen und jetzt direkt an die Neffe ab. Der nervt mich hier zu viel. Zack, wir machen das jetzt auf Black Widow-Style. Oh, oh, nachladen. Ja, schön hier ein paar Critical Hits. Headshots. Oh mein Gott, nein, er hat mich erwischt. So, und jetzt noch ein bisschen hier in die Schnauze. Zack, zack, Nahkampf. Ausweichen. Oh, der Typ hat echt viel Leben. Lad nach, lad nach, lad nach. Okay, und nochmal ausweichen. Nochmal ausgewischen, wichtig. Und bam, wichtige Hits, wichtige Hits, wichtige Hits, Leute. Den lassen wir auf jeden Fall nicht gewinnen. Schön den Rücken, ein bisschen auf Rücken, mit dem Rücken rückwärts. Ist das der Taskmaster? Ist das sein Name? Ist das gelbe unten seine Lebensanzeige? Hat der Typ so viel Leben noch? Ich glaube, der hat extrem viel Leben, der Typ. Ja, das ist halt wirklich das Gelbe unten ist seine Anzeige. Oh mein Gott. Okay, das dauert ein bisschen, bis wir den runtergehittet haben. Ich glaube, wir müssen in den Nahkampf gehen, die schießen. Trinkt nicht viel. Nahkampf hittet mehr. Dein Tanz endet hier. Oha, was ist das denn? Drücke R2, um mit Hakengriff blauen R2. R2, okay. Po! Richtig auf den Boden gesmasht, den kleinen Typ hier. Du bist die Chimera, oder? Nein, Ausweich, weiß, Ausweich. Ich will etwas viel Wertvolleres. Und das wäre? Ich will die Überraschung nicht verderben. Okay, wir hauen ihn jetzt. Wir boxen uns einfach jetzt. Okay, das ist nicht gut. Wir müssen auch ein bisschen noch ausweichen. Ich habe ein bisschen übertrieben mit Nahkampf. Aber ich will das jetzt hier mit dem beenden. Digga, der Typ, der kann echt mal langsam umfallen. So, kommen die Last Hits. Das sind die Last Hits. Also, ich sage euch ehrlich, der Typ hat eigentlich echt nichts drauf, außer Zahnbelag. Der kann gar nichts. Sehr, sehr schlechter, also... Ich dachte, es wird schwieriger, der Bossfight, sag ich mal so. Man muss ihm eigentlich immer nur ein bisschen ausweichen, ein bisschen auf den Rücken, ein bisschen in den Rücken treten. Keine Chance. Okay. So ein Ding. Oha, jetzt dreht er durch. Oder beruhigt sich schon mal. Ey. Ey, Mann. Der Move geht nicht. Ey! Warum ist sie jetzt auf einmal so cracked? Du bist nicht der Kopf hinter dir. Er ist auf einmal richtig stark geworden. Das hier riecht nach L1 im Schatten. Schluss mit dem Gerede. Okay. Was ist denn? Magst du keine Überraschungen? Unsichtbarer Angriff! Woo! Und jetzt Finishing Move. Mach dir nächstes Mal bessere Notizen. Oh mein Gott. Powerpunch. Später wird's schwerer, ja, glaube ich auch. Das ist ja erst die erste Mission. Glaube ich auch, dass später noch schwerer wird. Das hast du wohl kommen sehen, was? Glaubst du, du hast gewonnen? Wovon verdammt nochmal redest du? Natürlich habe ich gewonnen. Romanov. Die Welt wird sich an diesen Tag erinnern, als ihre Helden sie im Stich gelassen haben. Ja, genau, schön. Nur so versteht er das. Ja, super, Hulk. Danke, dass du da ankommst. Danke, Jungs. Ich hab das allein geregelt. Alles gut. Hier? Miles Robles geboren. Die Stadt stürzt ein. Hä, warum stürzt denn jetzt die Stadt ein? Verdammt, das war ein Trick. Steve, hörst du mich? Ach, das war nur eine Ablenkung, der Typ. Der Typ war nur eine Ablenkung. Alter,
greifen die ganze Stadt an, die Assis. Scheiße. Oh oh. Oh oh. Alles gut, Jonas, will gar nicht zu viel Tipps haben. Ich will das ja auch selbst spielen, das Game. Oh mein Gott. Einfach das Schiff ist untergegangen. Oh, die arme Kleine. Und Pablo, einfach Pablo Escobars Tochter. Die Avengers der Welt unerprobte gefährliche Technologie vor, die Schaden in nie dagewesenem Ausmaß anrichtete. Der von uns allen geliebte Captain America kam während des versuchten Diebstahls dieser Technologie ums Leben. Tausende weitere Unschuldige starben und unzählige Wie, Captain America ist tot? Ereignissen des A-Days. Captain America ist tot? In dem Spiel? Hunderte erkrankten und wurden in seltsame Kokons gesperrt, aus denen sie mit gefährlichen weltfremden Kräften wieder hervorkamen. Ohne eine bekannte Heilung hat sich die Krankheit im ganzen Land ausgebreitet und während sowohl S.H.I.E.L.D. als Ach, auch die Avengers versprachen, die Situation Ach, zu bereinigen, war es Dr. Banners Aussage, die das Ende einer Ära herbeiführte. Ihre sogenannten Helden haben San Francisco in eine hochinfektiöse Quarantänezone verwandelt. Sie haben mächtige Wesen entfesselt, die unsere Nation verwüsten. Viele Kranke lauern noch unter uns, unidentifiziert. Also frage ich Sie nochmal, Dr. Banner. Sind die Avengers eine Gefahr für die Gesellschaft? Ja. Ihre Aktivitäten wurden verboten und die einst mächtigen Helden gingen verschiedene Wege. Aber aus der Tragödie wird Hoffnung geboren. Nach der staatlichen Auflösung von Stark Industries glaubt Dr. George Talton, selbst Opfer des A-Day und Gründer von Advanced Idea Mechanics, dass Wissenschaft die Lösung für die Probleme unserer Nation ist. Die haben einfach Avengers aufgelöst wegen dem Vorfall. Ich wüsste, was Captain Rogers widerfahren ist, aber ich war weit vom Reaktor weg. Ich habe keine Antworten, aber eins verspreche ich Ihnen. Ich werde dank dieser zweiten Chance für Ihre Sicherheit sorgen. AIM findet ein Heilmittel für die Inhuman-Krankheit. Tröstende Worte an die Familien, die von der Krankheit zerrissen sind. Aber ist er zu selbstbewusst? Viele kritisieren die Taktik von AIM. Diese sogenannte Resistance-Armee wird jeden Tag stärker. Ich bin Phil Sheldon und berichte live vom A-Day-Jubiläum. Okay, jetzt müsste die Kleine ein bisschen älter sein, weil es ist ja 5 Jahre später. Lord of the Brightness, Dankeschön für Upgrade auf Ehrenbruder. Ich küsse dein Herz. Okay, jetzt sucht sie die Avengers. Sie einen Hinweis geben. Sie ist auch größter Avengers-Fan. Hallo, ihr. Wenn ihr es rausfindet, kopiert alles. Wir finden euch dann. So ist es besser. Wow, Retro Stark. Können wir kurz reden, Beta? Ja, klar. Die Mädchen brechen bald zur Moschee-Freizeit auf. Es ist noch nicht zu spät, mit ihnen mitzufahren. Das war heute? Kamala, wir haben das besprochen. Auf die Freizeit mitzufahren ist die Gelegenheit, hier rauszukommen. Mal durchzuatmen. Sie muss mit auf Moschee-Freizeit. Nakia wird sehr enttäuscht sein, wenn du nicht fährst. Ich habe das Wort Moschee-Freizeit noch nie gehört. Aber gut, warum eigentlich, ist ja selbe wie Kirchenfreizeit. Wahrscheinlich so eine Wander... Gut. Wahrscheinlich wie so eine Art Wandertag, oder? Sehr gut. So mit, ne, so. Sie haben da auch Eiscreme. Oh, und das Beste ist, es gibt keine Jungs, also viel Spaß. Der Vater, das Beste, es gibt keine Jungs. Das wäre so ich, wenn ich eine Tochter hätte. Möchte ich noch mehr. Das wäre so ich, hätte. Aber du verstehst nicht. Moin, Envoy. Okay, wo waren wir? Passworthinweis. Erste Liebe? Skillochi schreibt, die Kleine ist bestimmt Storm, weil sie mit dem Reaktor Kontakt hatte. Nein, ihr habt mir gerade schon in den Live-Chat geschrieben, dass ihre Superheldenfähigkeit so elastisch ist. Pepper Potts, stimmt. Das war ja immer das Passwort von Tony Stark. Ich werde ja auch gerade angegriffen. Ich brauche die Avengers, Hilfe. Ey, hau mal. Komm mal mit deinem Fuß hier. Ja. Check dir einfach ihren Fuß hier rein. Verdammt. Selber Fuß. Kommt schon, Jungs. Okay.
Wo sind sie? Oh nein. Die Welt braucht die Avengers. Das kann doch nicht. Das ist Miss Marvel. Hä? Du meinst Captain Marvel. Es gibt nicht Miss Marvel. Du hast ja gar keine Ahnung von Superhelden. Oh mein Gott, ich bin drin. Ich bin drin. Sie hat, okay. Ich glaub's nicht. Oh. Yeah. Einfach eingeloggt in Tony Stark. Sicherheitssystem, okay. 14-jähriges Mädchen kann Sicherheitssystem von Stark Industries knacken. Was ist das? Nicht, nein. Nein, nein, nein. Ja, das kommt halt davon, wenn man so schmuddelige Videos runterlädt im Internet, ne? Ich weiß, dass hier ist was. Ich muss ins Hauptquartier. Was für ein Hauptquartier will sie jetzt gehen? Da habe ich wohl jemanden aufgescheucht. Ich muss zum Hauptquartier. Wow, jetzt Polizei kommt zu ihr. Polizei kommt zu ihr wegen Dings, weil sie illegal Musik runtergeladen hat. Okay. Alter. Was ist mit... Habt ihr das gesehen? Ihre Hände waren auf einmal fett. Das ist ihre Superfähigkeit. Sie ist quasi so aus Gummi. Sie kann sich so größer machen und so. Okay, ich glaube, wir müssen hier runter. Boah, krass. Okay, nice moves. Nice moves, Alter. Kann man hier nicht hoch? Du musst hin. Du musst hin. Stimmt hier rüber. Okay, wir rennen einfach mal hier lang. Irgendwie hat das Ganze hier gerade so ein bisschen Spider-Man-Vibes. Hä, warte mal. Was soll ich denn hier machen jetzt? Halten? Okay, wir müssen das Objekt hier nach hinten schieben. Bestimmt hier auf den Stern. Danke für die Unterstützung. Ja, ah, und damit, hä, damit wir hoch können, oder was? Sie springt. Ach so. Okay, ach so, wir müssen das hier so drunter schieben. Damit wir über diese Rampe jumpen können. Ah, noch ein bisschen. Ich flex deine Ex. Dankeschön für 10 Euro, Bro. Komm hier. Mach doch jetzt mal hin. Ich glaube, jetzt sollte das hier passen, oder? Ja, perfekt. So geht's. Let's go. Wo müssen wir jetzt als nächstes hin? Hä? Was ist das für eine komische Optik? Ist hier rüber oder was? Hä? Ah, dann ist 17 Euro sogar. Ich flex deine Ex. Dankeschön. Ich check gerade irgendwie ist das Bild hier so, hä? Hä? Ist das ein Bug? Warum switcht das Bild hier so komisch? Hä? Was geht denn jetzt ab mit dem Spiel hier? Okay, das ist gerade ein bisschen... Was? Das ist ja gerade zu weird. Ey. Digga, also... Sorry, aber... Was ist das? Was ist mit dem Spiel los? Ja, ich sehe halt nichts, wo ich... Ich schwöre auf alles, drück nichts. Die Sicht switcht die ganze Zeit. Ey! Hallo! Belle B, danke schön für 2 Euro. Ey, ich krieg echt gleich einen An... Was ist denn das hier für ein Bug, Alter? Avengers! Habe ich das Spiel auf... Digga, ich glaube, ich habe das Spiel auf Wish bestellt. Habe ich das Spiel jetzt hier auf Wish bestellt, oder was? Ja, geh doch mal bitte wieder hoch. Okay. Einfach Dach runtergefallen. Das ist ein Bug, oder? Jonas, du hast das ja schon durchgespielt. Ich habe mich jetzt hier mal sterben lassen. Vielleicht geht's ja jetzt besser. Inch, Leute. Ah, okay, warte jetzt. Ah, das war echt ein Bug, ne? Geht doch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, Leute. Sehr gut. Okay, jetzt sneaken wir uns hier rein. Oh, Leute, wie geil ist das? Stellt euch mal vor, ihr hättet irgendwie in so einem riesigen Wassertank irgendwo in der Stadt, hättet ihr auch so ein Geheimversteck wie sie hier. Wie geil ist das denn? Oh, zurück im alten HQ.
im alten Headquarter. Aber mein. Einfach mitten in der Stadt in so einem leeren Wassertank. Hä, wie geil ist das denn? Das ist schon nice. Oh, Amir würde bei dem Anblick ausrasten. Aber okay, irgendwie muss ich den Wagen jetzt hier wieder hier rumschieben. Das ist der Wagenschiebsimulator. Was muss ich denn hier machen? Hier leuchtet auch irgendwas. Halten. Okay, Comic gesammelt. Der Laptop ist oben. Ich will mir beim Springen nicht wieder den Kopf anschlagen. Okay, wir müssen zu dem Laptop kommen. Ah, dafür müssen wir hier durch die Luke durch. Ja, ich weiß, mit Ding kann ich hier nach den Hinweisen suchen. So, easy. Hä? Oder? Machen wir nicht diese. Oh mein Gott. Einfach zweistöckiges Lager hier. Okay, wir müssen an den Laptop ran. Okay, dann lass mal sehen. Die Kamera. Das muss die Videoüberwachung des Reaktors sein. Dr. Tarleton. Aber der sollte doch auf dem Kommandodeck sein. Ah, Cap. Dieser Doktor hat den Cap eine Falle gestellt. Der hat das Ding in die Luft gejagt. Safe Call. Mit Ansage. Mit Ansage ist wegen ihm. Oh mein Gott, ehrenlos. Ehrenlos, der Doktor. Tarleton hat ihn eingesperrt. Es gab keine Fehlfunktion. Krass. Er hat Cap getötet. Oh Gott, er hat Cap getötet. Dieser Doktor steckt dahinter, der Kranke. War ja irgendwie auch wieder klar, dass der dahinter steckt, Leute, aber... Was? Tiny Dancer? Oh nein. Rest in Peace. Rest in Peace, Captain America. Weißt du was, ich skippe das Ganze jetzt hier mal. Wir überspringen das mal. Weil wir wollen jetzt hier loslegen. Ich will mal hier als sie kämpfen. So, ja, Doktor, hau mal ab hier von mir. Lass mal diese Filme. So, wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht wieder von den Dächern stürzen. Okay, das heißt, wir müssen doch runter. Also das Game hat schon echt diese Spider-Man-Vibes hier irgendwie. Ich sage euch, wie es ist. Oh. Da sind Polizeiroboter da. Die suchen uns, die Roboter. So. Alter, jetzt check ich das. Wir hatten davor noch keine Superfähigkeiten. Hey, ist das jetzt schon wieder hier so ein Grafikbug? Hä? Ey, warum ist das jetzt schon wieder verbuggt? Wir hatten noch keine Superheldenfähigkeiten und weil dann dieser Reaktor da hochgegangen ist, jetzt haben wir deswegen diese Elastigkeitsfähigkeit. Ey, also da, Digga, das ist doch scheiße bei dem Spiel, ey. Warum ist das denn jetzt schon wieder verbuggt hier auf PlayStation 5? Hä? Gerade eben, da sind wir gestorben, dann ging es wieder. Wie kann ich das denn jetzt hier machen? Speicherpunkt neu laden. Ich mache einmal kurz Speicherpunkt neu laden. Weil Leute, so kann man nichts machen, wenn die ganze Zeit diese Sicht... Okay, das... Warte mal. Ey, aber sorry, aber das finde ich auch, muss ich ehrlich sagen, finde ich aber auch richtig schlecht gemacht. Von Leute, das ist PS5. Das ist gerade auf PS5 und das Game hat so eine Bugs. Schade. Ich muss einmal kurz Kamera neu ausstecken, eine Sekunde.
So. Da sind wir wieder. Ja, das ist mies. Also wenn das öfter vorkommt, Leute, dann kann man das Game nicht streamen, sage ich mit Ansage. Hä? Ey, Digga, ich habe das Spiel neu geladen und... Jonas schreibt auch bei PS4. Digga, wie schlecht ist das denn gemacht? Ich meine, man kann ja auch nichts machen, weil man kann ja nicht die richtigen Punkte treffen zum Weiterkommen. Ja, Digga, also ey. Ich habe den Speicherpunkt gerade schon neu geladen. Was soll ich sonst machen? Jonas, hast du eine Idee für, wie man das lösen kann? Hast du eine Idee, wie man das lösen kann, diesen Bug hier, Jonas? Das liegt am Game. In der Beta war das nicht mal so. In der Beta war es besser als jetzt, wenn es fertig ist. Also ey, sorry, aber... Ich weiß halt nicht, was ich gerade machen soll. Ich habe den Speicherpunkt hier gerade schon mal neu geladen. Ich gehe mal hier im Menü und so. Immer noch da. Ich kann hier halt auch gerade nicht sterben. Ich kann hier nicht wieder runterfallen. Sonst hätte ich gesagt, ich muss einmal hier runterfallen einmal. Ey, Digga, ich hab einfach 80 Euro für das... Nee, 80 Euro kostet normal, es war reduziert, ich hab 40 dafür gezahlt. Ich bin ehrlich, aber... Ey, sorry, aber... Warte mal, ich glaube, es geht... Jetzt... Nein, ey, ist wieder vorbei. Guck mal, was ist das? Ich drücke nicht, ich ändere nichts an der Sicht, ich laufe normal, ne? Jetzt gehe ich hier rüber wieder. Okay, warte. Ey, also... Okay, warte, jetzt sind wir einmal gestorben, vielleicht geht's ja jetzt wieder. Ey, also sorry, aber das ist ja... Drück mal X. X ist Sprungtaste, Bro. Ich gucke jetzt mal, ob es jetzt besser wird. Schlecht, ey, ehrlich. Felix Anger. So, ich glaube, jetzt geht's. Ich glaube, jetzt geht's wieder. Das ist ja schon mal gut. Jetzt geht's wieder. Ey, aber, also sorry, aber check ich nicht, ne? Also so eine Fehler dürfen eigentlich nicht bei einem Avengers-Titel passieren. Auf PS4, auf PS5, sowas. Das darf eigentlich nicht passieren, ne? Ist ja nicht so, dass es irgendwie so ein 10-Euro Indie-Game ist, wo du eben runtergeladen hast. Okay, hier runter. Martin und Felix, Dankeschön für Ehre, Mann. Oh mein Gott, schaut mal auf ihre Finger, Leute. Let's go! Elegant, aber geschafft. Okay, was müssen wir jetzt hier nochmal machen? Jetzt habe ich schon vergessen. Ich habe mich so aufgeregt, dass ich schon wieder vergessen habe. Hallo, Heroes Park. Der Heroes Park. Oh, hier ist eine Iron Man-Statue. Als Kind haben mich meine Eltern oft die Leute feiern aber die Avengers nicht mehr. Tina, was geht ab? Das ist jetzt schon zweimal passiert, Juju. Aim reißt hier alles für seine neue Klinik ab. Was für eine Verschwendung. Schade, dass der Heroes Park für die Avengers geschlossen wird. Also wenn das öfter passiert, dann werde ich Hitman auf Hitman switchen, sage ich, wie es ist. Also ich habe Bock auf das Game, aber sowas, das kotzt an, wenn man irgendwie erst quasi sterben muss, damit das wieder geht. So, was muss ich jetzt hier machen? Da hinten zu dem Strahl müssen wir. Aber wie kommen wir da hin? Ich glaube, ich muss hier irgendwie auf diese Riesensteine draufhauen. Irgendwie wird mir hier was angezeigt. Hä? Wie kommt man denn da hinten hin? Hey, Digga. Ich check nicht. Ah, hier. Okay, Leute, ich bin dumm. Ich bin einfach dumm, Leute. Kann ich helfen, Großer? Ey, warum können wir wie Hulk springen? Warum kann dieses kleine Mädchen wie Hulk springen? Das macht gar keinen Sinn. Oh, die Captain America-Statue. Rest in Peace, Captain America. Cranky Boy, 5 Euro, Dankeschön. Icramix, soll ich dir Icramix? Soll ich zu dir Icramix sagen oder Max? Wie du möchtest, Bro. Ich hab 1000 Namen. Der eine nennt mich Icramix, der andere nennt mich Max. Manche nennen mich auch Paul Berger. Guck mal, ein treuer Begleiter ist noch da, der Captain America immer noch ehrt.
safe, der kriegt jetzt von denen. Hey, hey, hey. Wo willst du hin? Nach Hause. Wirklich? Jetzt schon? Oh, das. Hey. Ich hasse so Leute, die so auf Stress aus sind. Ich hasse sowas. Nein, nein, danke. Was? Erweist du deinen Respekt? Ich nehme nur eine Abkürzung, das ist alles, Leute. Eine Abkürzung. Lass den in Ruhe. Klar. Cooles Feuerzeug. Du willst, dass sie zurückkommen, hä? So, dass sie mehr von uns töten können? Was? Nein. Nein? Nein? Nein. Was denn dann, hm? Stehst wohl auf Inhumans. Marcel Ehrenmann. Kommt schon, Leute. Scheiß an Partisanten. Hört auf! Alles in Ordnung? Der Kerzenjunge hat eine Freundin. Zack, check mal ihre Tasche. Oh no. Was ist bloß los mit euch Typen? Ich will nur nach Hause, okay, Mann? Oha. Oha, er kickt ihm ins Gesicht. Mein kleiner Bruder war beim A-Day. Er schrieb irgendeinen blöden Scheiß über Captain America. Das war nicht Caps das Schuld. Das ist alles ihre Schuld. Er ist ein lila Freak geworden. Und dann haben sie ihn entführt. Beruhig dich. Zack, es reicht, Mann. Jetzt ist er tot. Er ist tot. Zack. Oh mein Gott. Sie ist eine von denen. Let's go. Halt dich fern von ihr. Wir müssen weg. Alter. Alles okay? Let's do this, man! Oder der eine oder andere nennt mich auch King Kramix. Hast du recht, Fortnite, cool. Komm, lass uns verschwinden. Fass mich nicht an. Was? Du bist doch Tiny Dancer, oder nicht? Was soll ich damit machen? Wovon redest du? Bitte, lass mich einfach gehen. Oh oh. Oh, sheesh. Hey. Okay, wenn sie mich kriegen, wir müssen jetzt hier abhauen, bevor uns die Polizeidrohnen sehen. Ich überlege nur gerade, wie das am besten geht. Okay, ihr seht gar nichts. Ihr habt nie was gesehen, Polizeidrohnen. Einfach wegrennen, einfach rennen! Okay, wir machen den Buschcamper. Wichtig. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Okay, gut, dass sie mich nicht gesehen haben. Und weiter und weiter. Oh. Verdammt, sie sind überall. Okay, vielleicht hier so ein bisschen im Busch sneaken. Okay, nee, geht nicht. Kann ich hier drüber jumpen? Okay, nein, das geht nicht. Aber wie soll ich denn hier rauskommen aus diesem Park? Mit diesen ganzen Polizeirobotern. Boah, lauf nicht zu mir, ne? Lauf nicht zu mir, Junge. Okay, das war knapp. Boah, der hat mich gerade fast gesehen. Das war richtig knapp. Weiter geht's. Kann ich noch nach Hause? Wissen Sie, wer ich bin? So, sehr gut. Outplayed. Outplayed haben wir die. Okay. Alter, da sind drei Drohnen, 10 Polizisten gefühlt. Wie soll ich denn da... Wie soll ich denn da dran vorbeisneaken? Egal, wir ziehen einfach durch. Einfach durchziehen. Einfach durchziehen. Einfach... Oh. Okay, das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Gesagt. Triff Tiny Dancer, hat sie gesagt. Blöd, blöd, blöd. Okay, chill ein bisschen, chill ein bisschen, chill ein bisschen, Polizei. Wir lassen uns nicht erwischen von der Polizia. So nicht. Ich überlege gerade, wo wir... Wir müssen da hinten irgendwie hin. Ja gut, man muss aber auch sagen, die Polizei... Dinge hier sind auch nicht unbedingt die hellsten, ne? Da sind nicht unbedingt die hellsten Kerzen auf der Torte. So, ein bisschen durchsneaken, 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 durch. Oh! Okay, alles gut. Zack, hier einmal drüber. Wichtig. Oh, fast, fast wurde ich gesehen. Nein, nein! Ja. Scheiße.
Da war ich gerade ein bisschen unvorsichtig. Digga. Hätte ich ein bisschen mehr gewartet, hätte ich geschafft. Okay, komm. Let's go. Jetzt machen wir es. Now we do this. Ich hätte nicht springen dürfen. Mein Fehler war, dass ich gesprungen habe hier. Ich muss hier so halb im Sumpf bleiben. So, lauf mal weiter. So, sehr gut, weiter. Und yalla, Habibi. Auf zu den Kanalechsen. Stell euch mal vor, ihr. Ist das eklig. Stell euch mal vor, ihr seht einmal in der Kanalisation so voll in Kacke und Ratten und so. Dann geh runter, sofort. Was für ein Schatten ist das denn? Okay, die wollen hier gleich. Oh mein Gott, Drohne. Ey, Bro. Bro, wohin, Alter? Schade, Marmelade, ja. Danke. Warte. Vertraut mir. Ich mach das jetzt. Jetzt keinen Fehler mehr, Leute. So, wir sind wieder Kanalisation. Okay, lass mich überlegen. Die Drohne kommt von rechts. Dann geh runter, sofort. Ey, ich kann hier nirgendwo lang. Ich kann hier nirgendwo hin. Hä? Ich kann nirgendwo hinlaufen. Macht gar keinen Sinn, Alter. Ich habe gerade in alle Richtungen geguckt. SGTCX75, danke schön nochmal für 10 Euro. Ich küsse dein Herz, Bratan. Aber macht gar keinen Sinn hier gerade, ey. Okay, direkt gerade, sagst du. Direkt gerade. Von rechts kommt Drohne, okay. Ich vertraue auf euch. Ah, hier, ah. Ich bekomme gleich Gesellschaft. Ah, geht doch, Alter. So machen wir das. Oh nein, sie kommen durch. Okay. Jetzt einfach nicht mehr auffallen, dann kriegen wir das hin. Da hinten müssen wir hin. Last Checkpoint. Unentdeckt durch die Kanalisation. Let's go. Und wichtig. Oha. Oha, wie viel Polizia. Okay, das heißt, wir gehen hier lang. Okay, da ist grünes Licht, das ist auch nicht gut. Wir müssen auf die Lichter achten. Auch nicht gut, wir gehen hier lang. So, okay, wo gehen wir jetzt hin? Wo gehen wir jetzt hin, Leute? Da ist doch auch schon wieder Licht, oder? Nein, falscher Weg. Was für falscher Weg? Ah, die schweißen hier auf. Okay, da kommen wir nicht hin. Halten. Ah, guck mal, da ist ein Loch drin. Okay, das heißt, wir gehen hier durch. AIM lässt auch Menschen nach mir suchen, die teleportieren können? Oha. Die Menschen können mittlerweile teleportieren. Die Cops jagen uns und die anderen Menschen jagen uns auch. Schön aufgefangen mit deinem elastischen Arm. Stark. Ich würde jetzt aber trotzdem mal gern wieder die Avengers treffen. Was jetzt passiert, finde ich absolut dumm. Okay, Digga, Jonas, du hast das Spiel ja studiert, Alter. Jonas, du darfst uns nicht spoilern. Hör auf damit. Du darfst mir Hilfe geben, wenn ich nicht weiter weiß, aber... Hast recht, ist wirklich absolut dumm. Hör auf zu spoilern, Bro. Ich wusste, jetzt kommt irgendwas. Denkst du, es ist Black Widow? Denkt ihr, das war Black Widow, die uns hier gerade getasert hat? Oh, schön, du bist wach. Es tut mir wirklich leid. Diese Synthols folgen nur ihren Sicherheitsprotokollen. Der Diebstahl privater Informationen ist ein ernstes Vergehen. Monika, geben Sie einen Moment. Was hat denn der für einen Riesenschädel? Hey, was hat denn der Typ für einen Riesenschädel? Okay. Wohin bringt ihr mich? Dorthin, wo es sicher für dich ist. Der Typ sieht ein bisschen unheimlich aus. Entschuldige.
Ich weiß, ich kann mit meinem holographischen Ich nicht mehr mithalten. Aber es ist ein nützlicher Trick für die Aktionäre. Ich glaube, der hat Corona, Jungs. Ich glaube, der hat Corona. Mohammed schreibt, elastisch und plastisch habe ich gerade in Physik. Dann sagt deinem Physiklehrer oder Lehrerin mal, wir müssen auf jeden Fall Ventures zocken. Da lernt man viel darüber, was elastisch ist. Server? Ich habe nichts gestohlen. Hast du etwas gesucht? Das Heilmittel vielleicht? Es gibt kein Heilmittel. Kamala. AIM hat nur vor, uns alle von der Willkür der Reichen und Mächtigen zu befreien. In den Händen Einzelner. Ist unbegrenzte Macht gefährlich. Sie ist tödlich. Ayday ist ein Beispiel dafür. Du hast Glück, dass du noch lebst. Imit schreibt, Imit, hast du wirklich Corona hier im Live-Chat? Hast du wirklich? Können wir ihre Fehler beheben? Was? Wir können dir dein normales Leben zurückgeben. Ich will doch gar nicht ein normales Leben. Ist doch voll nice, wenn du Superkräfte hast. Ich würde das gar nicht... Ich habe das Passwort nur erfahren. Wenn ihr Superkräfte irgendwie so bekommen würdet, würdet ihr euch die wieder wegnehmen wollen? Ist doch voll geil. Was? Ich wollte dich nicht verletzen. Natürlich nicht. Aber was passiert, wenn du wieder die Kontrolle verlierst? Hm? Doch gar nicht. Was passiert, wenn du jemanden verletzt, den du liebst? Envoy Kelp. No Sogar Kelp. Die Avengers mussten für ihre Hybris büßen. Ja, hab ich. Mir geht's mittlerweile gut, meine Mutter auch. Das freut mich. Wie hat sich das angefühlt, Corona, so am Imit? Ich meine. Also hast du das so, wie hast du das gespürt, dass du, oder wusstest du, dass du Corona hast? Er sieht aus wie Alphastein. Ja. Ich hatte Glück. Monika fand mich auf der Kommandobrücke. Ihre regenerative Formel war meine Rettung. Komm schon, Kamala. Tun wir es einfach. Ja? Lass dir von AIM helfen. Scheiß. Vertrau nicht auf die Kamala. Danke, ich verzichte. Verdammt, George. Schnappt euch das Mädchen. Los. Richtig so. Kamala, du hattest gerade dein Outing als Inhuman. Du Blöde. Was hast du denn gedacht, ha? Der Resistance beitreten? Eine Heldin werden? Let's do this. Nach Hause. Ami, Abu, die würde ich in Gefahr bringen. Wie, will sie jetzt obdachlos sein, oder was? Ich hab's richtig verbockt. Country White. Utah. Die alte Shield-Basis. Die Resistance weiß, was zu tun ist. Oh, shit. Oh, Polizei schon wieder. Polizia. No. No cooperación con la Polizia. No, no, no. Ich bin Mexikanerin. No, no cooperación con la Polizia. No. Alter. Die sind ja überall, die Bummis. Ich glaube, gleich fighten wir ein bisschen. Oha, kloppt ihn weg. Stark. Stark. Hohoho. Boah, was ist denn das hier? Boah, die ist aufs Portal gekommen. Stimmt, die haben ja Portale schon voll vergessen. Boah, Bro. Scheiß, bleibe stehen, Junge. Ich drück doch X, um darüber zu schwingen. Wieso auf einmal Mexikaner? Ich weiß nicht. Ich bin auf einmal... Wie würde Akramix heißen, wenn er Mexikaner wäre? I Cramino. Wohin soll ich denn springen? Schreibt mich immer nur an. Spring, spring, wohin? I Chromox. Was hat das? Warum mexikanisch? Olgun, was hat das? Warum ist mit Omox mexikanisch? El Cramixio. Okay, der war gut, Leila.
El Crimex. Nicht I, sondern El Crimex. I like it. Ich dachte, es ist schon wieder gefälscht. Drück doch hier die Taste. El. El Crimino. El Crimexo. Ja, doch, El Crimexo, ja. Das wäre mein mexikanischer Name. Boah, sie hat echt diese Riesenfinger. Ich glaube, die sneaken sich hier rein. Ich glaube, wir müssen langsam kämpfen. Es gibt keinen Abhauen mehr. Wir müssen jetzt langsam fighten. So läuft das nicht mehr. Ja, wir müssen uns rauskämpfen. Hast du mal richtig erkannt hier. Gehen wir es an. Jetzt gibt's auf Schnauzen. Okay, mit R. R2. Oha, ich muss hier erstmal klarkommen. Hä? Hä, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht, wie das funktioniert. Hä, ich bin fast down, Alter. Okay, okay. Ah, jetzt check ich. Jetzt check ich das. Jetzt weiß ich, wie man ihre super... Oha, sie dreht durch. Weil irgendwie am Anfang muss man so R2 drücken und dann geht sie doch direkt wieder, wird sie doch wieder kleiner. Das bringt doch gar nichts. Einfach ein paar Kicks. Okay, jetzt sind wir... Wir sind gerade gestorben, aber nur weil ich, wie gesagt, am Anfang nicht verstanden habe. Mach die 7k Likes voll auf Ehre. Safe, Digga. Mit vier Kräften. Dankeschön. Jetzt gibt's Haue auf jeden. Mach mal die 7k Likes voll, bevor ich mich hier vergesse. Bevor ich hier... Wer Like jetzt da lässt, kriegt auch so einen riesen Daumen. Nee, guck mal jetzt. Ich weiß jetzt, wie es geht. Ich weiß doch. Versteh das. Wenn man einmal hier unseren Ding aktiv und dann... Ja, guck mal, wie wir das jetzt... So. Was da los? Bleib liegen, du Bummischüler. Oh oh. Granate ausweichen. Danke. Du willst auch noch auf deinen Schnauz, ne? Guck mal jetzt hier. Niemand trifft mich. Niemand trifft mich hier. Lass Kamala in Ruhe. Heldenfähigkeit R1, okay. Boah, okay, das ist cracked. Die Ultimate ist auch sehr wild. Ja, komm, ihr wollt auf die Schnauze. Kein Problem. Warte, wie mach ich das? So. Ihr wollt sie lebend? Ihr kriegt mich aber nicht lebend. Let's go! Ja, das ist zu wild. Um zu schießen mit... Ah, man kann so Schüsse verteilen. LOL! Jetzt machst du mich hier von der Seite an. Das ist echt verrückt, Leute. Das ist sehr, sehr, sehr verrückt. So habe ich noch nie gekämpft in irgendeinem Videospiel. So als Last... Obwohl doch damals bei Incredibles. Kennt ihr noch Incredibles? Oder die Unglaublichen oder wie die heißen? Habe ich mal damals auf der Gamecube ein Spiel gehabt. Da war die Frau ja auch so elastisch. Los, gib mir Rückendeckung. Incredibles. Sag, ich bin mit dir aufs Land gefahren. Oha. SIM-Karte zerstört, damit man sie nicht orten kann. Und jetzt flieht sie aus der Stadt. Sie möchte jetzt in das alte Ventures, in die alte Ventures Base. Subjekt 1102. Es kann sich selbst klonen, nahezu. Der Typ perfekt. Mit seinem
Der Typ mit seinem Melonenkopf, mit der Ausnahme einer leichten Farbvariation der Augen. Die Zellen teilen sich in der Mitte und formen zwei separate Individuen. Oh, es ist wie beim planarischen Plattwurm, nur menschlich. Genau. Und alle Erinnerungen des ursprünglichen Subjekts werden gespeichert. 0925 kann wirklich mächtige Energieschübe erzeugen und da sind mindestens ein halbes Dutzend mit erstaunlichen Feuerfähigkeiten. Wir schaffen uns ein Arsenal. Programmierbare Macht unter unserer Kontrolle. Keine Helden und keine Fehler mehr. Fortnite hat Trailer hochgeladen. Wie? Geht's gut? Sie lagen. Sollen wir da gleich mal drauf reagieren? Und davor konnten sie ihren Husten kaum unterdrücken. Noch einige Dosen meiner regenerativen Formel und ihre Behandlung ist abgeschlossen. Safe? Sie stellen an diesem Denkmal immer noch Kerzen auf. Wäre der Hammer nicht hätte. Vor 3 Stunden, welcome to the Fortnite Crew, announced trailer. Wieso soll die Öffentlichkeit denken, dass sie sich noch 20 Sekunden, ich glaube cool, also ich glaube ist jetzt nicht das krasses, aber das schon erledigen. Können gleich mal wir kurz reinschauen, Leute. Starten. Du hast recht. Diese Version ist vielleicht ein bisschen stärker. Ist sie stabil? So ziemlich. Boah, Digga, was geht mit ihm? Er ist wahnsinnig. Das sehe ich in seinen Augen, dass er wahnsinnig ist. Erstmal schön raus aufs Land fahren. Auf entspannt, Leute. So. Er gönnt sich. Glaube ich auch Weißbrot. Wann kommt Hitman? Jetzt demnächst. Wir gucken jetzt mal. Noch ein bisschen hier weiter zocken, dann können wir auf den Fortnite-Trailer reagieren. Und dann können wir ja zu Hitman rüber switchen, Leute. Dies ist der Anschluss von Yusuf Khan. Hinterlassen Sie eine Nachricht und ich rufe zurück. Ach, das ist Ihr Vater. Ich habe deinen Rat befolgt. Das ist Ihr Vater. Ich bin mit den anderen zu diesem Ferienort gereist. Wieder Vitell was am Start. Nee. Überhaupt keinen Empfang hat. Nee. Ich kann hier so nicht, Layla. Nur über diese Telefonzelle jemanden anrufen. Jedenfalls am... Jonas, ich habe dir schon mal gesagt, hör auf mich zu spoilern. Schreib dir im Trailer, ist nichts Spannendes. Lass mich doch selbst gucken, ob der Trailer spannend ist, Junge. Ich bin Sonntag wieder da. Ich sag dir, Jonas, mit dem dürft ihr euch nie über eine Serie unterhalten. Der spoilert. Der ist so ein kleiner Spoiler-Typ. Der redet einfach drauf los. Jonas, und er macht schon wieder. Er schreibt mir, jetzt kommt ein geiler Part. Jonas. Bald. Bald gibt's hier die Timeouts, Digga. Bald gibt's hier die Timeouts. Ha, jetzt... Guck mal, hätte ich jetzt nicht gewusst, dass ein geiler Part kommt, dann würde ich mich übertrieben freuen, wenn ich das sehe. Jetzt freue ich mich natürlich auch, aber jetzt gehe ich mit der Erwartung schon dahin, dass es jetzt übelst geil wird. Digga, Jonas ist, Digga, mit... Ich sage euch ehrlich, Jonas dürfte niemals nach einer Serie fragen oder so. Der nimmt euch komplett den Spaß nach... er ist so richtig so... Wenn ihr Jonas fragen würdet, so... Keine Ahnung, irgendwas. Okay. Irgend so ein Plot-Twist. Was so ein typischer Plot-Twist bei einem Film? Keine Ahnung. Ah, genau. Ihr sagt zum Beispiel so zu Jonas: Ey, Jonas, hast du schon den neuen Avengers Endgame geschaut? Er so: Ja, war voll krass, bis Tony Stark gestorben ist. So würdet ihr sagen. Und er wird euch so direkt zu spoilern, sodass ihr euch denkt: So, ey, ich muss den Film gar nicht mehr anschauen. So ein Ding wäre das mit Jonas. Und ja, ich weiß, ich habe euch jetzt auch gespoilert, weil Tony Stark stirbt am Ende, aber wer jetzt auch noch nicht Endgame geschaut hat, Leute, der ist eh, also sorry, aber der hat es nicht anders verdient, Digga. Der hat es nicht anders verdient. So, okay, wir laufen jetzt hier irgendwo in einem Canyon rum. Weiß ich jetzt, dass jemand hier draußen war. Jetzt rennen die Leute, danke, Max. Einfach hier einen Massenspoiler rausgehauen. Boah, die Arme, die muss auch die ganze Zeit irgendwo im Dreck rumlaufen. Ich reise quer durchs Land, um Gerüchten nachzugehen. Aber sonst habe ich ja nichts. Das ist gerade absolutes Mobbing. Was macht Aim bloß
hier draußen. Hey, Digga, warum sind jetzt hier schon wieder diese Polizisten? Hau mal ab hier, wir sind in der Wildnis. Ja, sorry, Jonas, aber muss man auch einfach mal sagen. Das muss man auch einfach mal sagen hier. Endlich! Etwas, das nicht aus Stein ist. Okay, was ist denn das hier? Ist das ein gutes Zeichen ein oder Warnschild. Schlechtes? Exposure is fatal. Jetzt müsste man noch gutes Englisch haben, dass ich das verstehe. Nur irgendwas mit fatal. Boah, halbes Leben wurde uns weggezogen. Ich glaube, das ist jetzt hier die Secret Avenger Space hier. David Gmundner, Dankeschön. Für 5 Euro. Es ist spannend. Ich glaube, du hast das Wort ist vergessen. Es ist so spannend, dass du vergessen hast, ist zu schreiben. Okay, wir lernen hier wieder was Neues. Drücke L1. Mit L1 habe ich eine neue. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Ja, ich lasse mich doch hier nicht mehr von euren Schmutzgranaten treffen. Da müsst ihr früher aufstehen, Junge. So, hier die Drohnen verkloppen wir auch direkt. So, der kriegt einen Kick ab. Bam, voll ins Gesicht getreten. Wild. So. Finito, oder was? Was ist hier passiert? Hallo? Oha, sorry, sie dreht voll durch. Sie randaliert. Sie randaliert einfach. Okay, wir haben ein Sammelobjekt. Dann hier kriegen wir auch nochmal irgendwas halten. Oder nee, hier Nein. Müssen wir was machen. Einen Code eingeben. Sie müssen entkommen sein. Sie müssen hier irgendwo sein. Okay, irgendjemand suchen wir hier. Okay. Können wir hier oben durch oder was? Nee, können wir nicht. R1. High five. Warum? Ah, ich bin dumm, Leute. Ich hätte das hier einsetzen sollen. Ich hätte hier meine Spezialfähigkeit einsetzen sollen. Jetzt muss ich kurz, glaube ich, warten, bis wieder aufgeladen ist. Oder was muss ich hier machen? Halten. Das war ihre Basis. Das war die Basis. Aber wo sind sie jetzt? Von den Avengers. Mann, geh mal weg hier. Wir müssen den Weg irgendwie aufmachen. Die Avengers lösen sich auf. Sammelobjekte. Also das seht ihr nicht, wenn meine Cam drüber ist. Wir haben so ein Objekt gefunden. Ich muss weitersuchen. So. Hier müssen wir irgendwo hin. Okay, wir müssen hier rüber. Aber grafisch, also ich finde, von der Grafik her ist das schon nice. Ey, Digga, ist jetzt hier schon wieder dieser Bug? Ah ne, ich dachte schon, ey. Von der Grafik her finde ich schon sehr, sehr nice auf der PS5, sage ich euch ehrlich. Ist cool. Guck mal an. Oh oh, oh oh. Halt dich fest, Mädchen. Gut. Boah, Leute. Die Landschaft. Meine Eltern würden ausflippen, wenn sie mich hier sehen könnten. Ich flippe ja selber aus. Oh yeah. Die geheime Avenger Space. Wir haben sie gefunden. Sie gefunden. Mashallah. Ich kann es nicht glauben. Oh mein Gott, Leute, guckt euch mal bitte an, wie nice das hier von oben aussieht. Zu wild. Zu wild. L3 um einen ausschalten, hä? Los geht's. Krank, ey. Genießt mal kurz diesen Ausblick hier von oben, Leute. Nehmt's mir nicht übel. Ich muss einmal kurz eine Pinkelpause machen. Ich bin sofort wieder da, okay?
KXS. Lisa, dankeschön für den Fünfer. Kuss, Kuss, Kuss. So, okay, Leute. Wir sind wieder back. Oh nein! Daneben gesprungen. Okay, alles gut. Weiter geht's. Wir müssen jetzt irgendwie in diese Secret Avengers Base rein. Für die, die jetzt erst einschalten, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, die Avengers, wegen den Avengers, beziehungsweise dem Avengers wird unterstellt, dass ein riesiger Unfall wegen dem passiert ist und voll viele Menschen gestorben sind. Deswegen wurden sie von der Öffentlichkeit boykottiert und mussten komplett alles auflösen, ihre komplette Avengers Base. Ja, und haben sich jetzt hier so ein Secret versteckt, wo wir jetzt eigentlich hingehen, aber ich bin gerade hier runtergefallen. Wie teuer ist mein Kalender? Ich glaube ein 10er, 9,95 oder so. Hä, Digga, ihr wollt mich doch verarschen. Warum ist da ein Loch drin, ey? Wer macht so ein Loch in den Kran? Da kann man doch nur reinstürzen. Ich wette, in echt hat ein Kran auch nicht so ein Loch. So. Okay, jetzt nicht mehr runterfallen. Wir dürfen uns jetzt hier keinen Fehler mehr erlauben. Erstmal gucken, müssen wir. Oh mein Gott. Wie kommen wir da so weit? Ah, warte, da rüberschwingen. Hey, ich drück doch X, Digga! Ich drück doch X! Alchemix, zurückbleiben. Nee, sowas triggert mich. Da steht X, ich drück X und fällt trotzdem runter. Gleich fliegt der PS5-Controller. Guck, genau an diese Stange hier müssen wir. Ich sag's euch. Warte, ich renn da jetzt hin. Ich komme da jetzt richtig angerannt. Auf Marathon angelehnt. Ah, geht doch, danke. So. Geht doch. Moin, Mitte. Hier sein. Okay, ich glaube, irgendwas mit dieser Kiste hier müssen wir machen. Das ist eine Shield-Kiste. Ich glaube, da sind Shield-Waffen drin. Okay, nee, Comic gefunden. Sammelobjekt. Okay, wir sind jetzt auf dem alten... auf diesem alten Shield-Schiff, was so rumfliegen kann. Das ist ja abgestürzt damals. Ich hätte gedacht, sie stellen Wachen auf oder so. Nee, gibt's keine Wachen. Aber ich habe auch irgendwie das... mein Gefühl sagt mir irgendwie, dass niemand mehr hier ist. Also keine Ahnung, aber... glaube ich irgendwie nicht, dass noch jemand hier ist. Ups. Oh, erstmal schöne Bohrmaschine. Bohrmaschinen runtergeworfen. Oh Mann, ich muss in der Nähe sein. Aber das Ding ist, Leute, dann könnte es doch sein, dass Captain America auch noch lebt, oder? Oder, nee, warte, nee, der ist tot. Ergibt keinen Sinn. Aber hier drin ist Captain America doch gestorben. Weil hier ist ja dieser Reaktor hochgegangen. Seil hat 5 Euro gespendet, echt? Habe ich in der Zeit, als ich gerade Pipi machen war. Dann Dankeschön, Bro. Habe ich nicht gesehen. Wo sind denn alle? Okay, wir sind jetzt hier auf dem Kommandodeck. Boah, guck mal, wie runtergekommen hier alles ist. Oh shit, man. Oh shit. Es muss eine Nachricht geben. Oder eine Karte. Irgendwas, das zeigt, wo sie sind. Oder okay, hier unten müssen wir hin. Man hinterlässt keine vielleicht komme ich in die Crewquartiere. Ich will wissen, wo die Avengers sich verstecken. Wir müssen die Avengers finden. Ich muss den Strom wieder einschalten. Avengers, wo seid ihr? Okay, Strom müssen wir aktivieren. Aber keine Sorge, ich bin ja eh schon Elektriker-Experte. Nachdem ich Spider-Man gezockt habe, ist man ja eh... ihr kennt es ja, ist man ja eh der Hausmeister vom Dienst. Lol. Ey, Leute im Live-Chat. Bonze44 schreibt Hashtag Bonze44Army. Bonze44 ist der Einzige, der das reinschreibt. Krasse Army hast du, Bro. Und einfach so selbst supporten, wenn niemand, wenn keiner da ist, einfach selbst supporten. Bonzami. Oh, scheiße. Okay, konzentrier dich. Okay. Und
Mach deinen Strom an. Let's go. Schade, jeder fängt klein an. Bro. Bro, hallo? Natürlich fängt jeder klein an. Und ich bin auch der Letzte, der nicht korrekt ist. So, ich meine, ich habe so viele Formate, wo ich kleine Streamer was spende, Leute in meinem Stream schon gepusht habe. Einen hab ich doch, haben wir doch mal neulich einfach so aus Joke auf 500 Abos gepusht, falls ihr euch noch erinnert. Ich meine, ich finde das nur so lustig, weil niemand reinkommt und einfach so als einzige Person so einfach schreibt. So, wie als, stell dich mal vor, ich würde einfach, selbst wenn ich das jetzt machen würde mit meinen 2,3 Millionen Abos. Stell dich mal vor, jemand geht alleine in den Stream rein und schreibt einfach nur so. Oder stell dich vor, ich würde jetzt bei irgendjemandem im Stream reingehen und würde einfach schreiben, I Crimex Army. Bruder, was? Einfach so alles gegeben. Hat ja nichts damit zu tun, dass Leute größer oder kleiner sind, aber hä, so cool. Einfach so erstmal sich selbst voll pushen. Oh. Scheiße. Was ist das? Ihr macht mich fertig, Live-Chat. Okay. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Ist das etwa das, was ich denke? Da ist der Schild von Captain America. Lul? Wow. Warum ist er noch hier? I Crimex Army. Dankeschön, Nadine. Er ist so leicht. Krass. Ich würde den safe mitnehmen. Ich würde diesen Captain America Schild safe mitnehmen und auf eBay versteigern. Du hattest recht, Cap. Terrigen war wirklich ein mächtiger Stoff. Wer ist da? Ey, warte, das könnte Cap. Das halt. Oh nein. Ist das Hulk? Hä? Das ist Hulk. Hulk, beruhig dich. Ich bin einer von den Guten. Das bringt nichts bei Hulk zu sagen, Dr. Banner. Das bringt bei dem gar nichts. Oh, wichtig. Wichtig, gecarried. Oh mein Gott. Zum Glück hat sie diese elastischen Arme. Warum hat er, was hat er so lila eine Farbe an seinen Händen? Okay. Okay, Hulk. Du hast echt Aggressionsprobleme. Bruder, beruhig dich. Warum soll ich einen Handstand machen? Warum soll ich einen Handstand machen, Leute? Oh, Scheiße. Bei Hulk bringt das gar nichts, deine kleine Babykraft da, ey. Es gibt doch nur einen, der sieht aus wie Hulk in Böse. Das ist ja auch Hulk, Leute. Das ist ja auch der Allerechte. Ich muss hier echt weg. Oh mein Gott. Er hat einfach den Schild wieder weggenommen. Er dachte sich so, nein, ich will den auf eBay versteigern. Sophie, Dankeschön für Ehren, Bruder. Mindestens dritter Monat. Wir haben eine neue Fähigkeit erhalten. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen hier. Okay, wir können uns jetzt hier skillen. Das kennen wir doch auch schon von Spider-Man. Spider-Man. Leichter Angriff, schwerer Angriff. Was können wir denn hier skillen? Halt, Dreieck auf mich. Alter, mächtiger Doppelschlag. Ich würde sagen, das machen wir. Das hört sich doch gut an. Jetzt haben wir... Boom! Oh. Okay, das ist ein nicer Attack. Das ist ein sehr, sehr nicer Attack. Vielleicht können wir uns mittlerweile mit dem unterhalten, wenn er wieder Dr. Banner ist. So. Okay. Hey, wie kommt man hier rein? Powerangriff. Ja, nice. Falsche Richtung. GG. Let's go. Was ist mit meiner Kamera? Oh, Leute, ich glaube, es ist schon wieder ziemlich heiß hier im Raum. Wir müssen kurz ohne Cam machen.
Kamera ist gleich wieder back. Mylin55 schreibt, Dankeschön, gekonnt ignoriert. Was habe ich denn gekonnt ignoriert? Ich habe nur die ganze Zeit geschrieben, dass ihr irgendwas gesagt habt, Mylin Army oder so. Ich zock doch hier. Ja, Leute, meine Cam ist gerade überhitzt. Ich mache die sofort wieder an. Ihr müsst kurz ohne mein hübsches Gesicht klarkommen. So, wie kommen wir jetzt hier rein? Warte. Hier drauf schießen einfach. Bam! Wichtig! Wichtig, Leute! Ja, keine Sorge, Cam ist gleich wieder da. Beruhigt euch. Ich weiß es. Cam ist überhitzt. Wenn Hulk mich hört, bin ich geliefert. So, wichtig. Das war die Hangarbucht. Die Hangarbucht. Fast geschafft. Es ist schon irgendwie nice zu wissen, dass wir auf diesem fetten Avengers-Schiff sind. Es ist halt sehr runtergekommen, aber es ist das OG-Avengers-Schiff hier. Warte mal, wir müssen hier einmal dran schießen. Ich sehe das doch schon. So. Knöpfe drücken, Plattformen bewegen. Genau. Genauso wie bei Spider-Man. Knöpfe drücken und Plattformen bewegen. Ab und zu mal so einen kleinen Mega-Punch. Daran könnte ich mich gewöhnen. Oha, Leute, was sagt ihr da im Live-Chat? Was sagt ihr da? Wie? Was für besser ohne? Cam ist gut so, lass so. Oha. Oha, schade euer Verhalten. Ja, Live-Chat. Ihr wart auch schon mal netter zu mir. Ich vermisse den alten Live-Chat, der es noch nicht so verändert hat. Das Traurige ist halt wirklich gerade, dass die Zuschauerzahlen im Livestream höher gehen, obwohl... Okay, Leute, ich hab's verstanden. Ich wäre ein erfolgreicherer YouTuber, wenn ich meine Facecam weglassen würde. Okay, ich hab's verstanden. Ab sofort keine Facecam mehr, danke. Danke für nix. Hey, Choke, Leute, ich mach die gleich wieder an. Ich lass die nur noch kurz ein bisschen Cooldown machen. So, Ausrüstungsbildschirm öffnen. Oh, wir haben eine neue Ausrüstung. Nice. Nahkampfausrüstung. Fernkampf. Ich bin mehr so der Nahkampftyp. Da würde ich dann echt eher sagen, dass wir einfach mal das reinhauen. Ach nee, da Ach so, wir können hier für alle möglichen was reinhauen. Nice. Sehr, sehr nice. Okay. Ein bisschen Ausrüstung ist eingepackt. Für den Verteilerkasten. Okay. Doch, besser. Ja, okay. Ja, jetzt. Ne, ich kenne euch doch. Dann sage ich auf einmal, nee, ich mach nicht mehr. Dann kommt ihr doch wieder an. Ich kenne euch doch. So. Und voilà. Der Knopf hat Strom. Und ich komme hier raus. Da bin ich wieder. XK Alex. Dankeschön für den 10er. Schreib, gönn dir. Ich küsse dein Herz. Dankeschön, Bro. So. Leute, ob ihr wollt oder nicht, aber hier bin ich wieder. Ob ihr wollt oder nicht. Max ist wieder da. So leicht werdet ihr mich nicht los. So leicht werdet ihr mich nicht mehr los. Dort komme ich raus. Keine Spur von der Resistance. Oh. Hulk muss sie verschreckt haben. Schöne Optik. Schöne Optik hier. Ich sollte besser runter von dem Ding. Besser ist es. Das Privateigentum hier. Sonst hagelt es hier gleich die Abmahnung. Was soll ich jetzt mit diesen Aufnahmen? Na, Jonas, wenn du mich spoilerst, noch einmal ein Spoiler und Moderatoren macht Timeout mit dem. Digga, ihr kriegt jetzt erstmal einen fetten Punch ab. Sorry, aber da müsst ihr früher auf. Oh. Das ist echt gruselig. So, zack. Da müsst ihr früher aufstehen. Boah, ich muss auch echt mal anfangen, ein bisschen auszuweichen. So einen kleinen Mega-Attack kann ich schaden. Schön Tritt ins Gesicht. Let's go. So. Müssen wir hier hoch, oder was? Dachte ich mir doch. Oder? Ah, hier kommt noch jemand. Moin, Meister! So, zack, zack. Ja.
Oh oh, oh oh, oh oh. So, dann komm mal her, Junge. Komm mal her hier. Ja, ausweichen. Ich weiß doch, ausweichen. Hallo, musst du mir nicht sagen. Ich hab keine Angst vor euch. Oha, er trifft mich. Schade. Warte. Warten, warten. Man muss auf den richtigen Moment warten bei diesen Schildleuten. Das war nicht der richtige Moment, aua. Das hat aua getan. Warum blockt der auch alles? Ah, warte, ich kann ihn crappen. Das muss... Oha, jetzt bin ich verwirrt. Das ist der Move. Haha. Haha, wir haben ihn runtergeworfen. Oder kommt er jetzt wieder? Ah nein, da ist er ja wieder. Das sind seine Friends. Und... Oh nein, er ist wieder da. Nein, 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 Bruder. Warum chillt er denn jetzt wieder hier? Was ist denn mit ihm? Er macht einfach, er will uns abstechen. Er macht einfach diese Messerstecherei-Politik hier. Warte, warte. Wir müssen ihn wieder so ein bisschen outplayen. So, erstmal seine kleinen Bummi-Freunde weg. So, und den, da machen wir jetzt wieder den Speziale. Move Speziale. Nein, falsche Richtung. Aua. Jetzt meine Ult. So, finito mit dem. Finito. Ich muss runter von diesem Ding. Jonas, ich hab's dir gesagt. Hör auf zu spoilern. Wir müssen hier runter, das ganze... Oh nein. Oh no, Bro. Alter. Okay, jetzt können wir unsere unnormale Ult einsetzen. Ho, ho. Alter. Wir sind ganz cracked. Das hat ja schon diese Hulk-Vibes hier. Ja, da kann dir dein kleines Bummischild sonst wohin stecken. Bam! Ja, ihr könnt mich nicht stoppen. Unstoppable! So, weg! Weg mit euch! Weg mit euch, Digga! Bam! So, ihr kleinen Bummischüler. Ah nein, wir sind wieder klein. Nein. Oh mein Gott. Nein, scheiße. Wir sind wieder klein. Wie soll ich das überleben? Das sind zu viele. Oh, jetzt kommt Hulk. Ehren-Hulk. Im richtigen Moment. Yannick Nolte mit Ehrenbruder. Dankeschön. Ehren-Hulk, Digga. Okay, let's go. Wir fighten mit Hulk. So, Hulk, mach die mal fertig hier. Zeig dir mal, was ein Hake ist. Und ich rede nicht von Gartentipps, wie Kollega sagen würde. Boom! Guck mal, wie geil wir mit Hulk hier fighten. Und jetzt sind wir auf Höhe von Hulk. Warte mal, guck mal, als Vergleich zu... Ey, wir sind sogar größer als Hulk. Lol. Guck mal, wir sind sogar größer als Hulk, wenn wir so machen. Aber wir sind wieder klein. Wir sind, nein. Warum liegt sie jetzt am Boden, Bruder? Warum? Warum diese? Hey. Was machen Sie da? Ganz ruhig. Alles okay. Ich will nur sicher gehen, dass du nicht stirbst, okay? Schön, dass du dich um mich kümmerst, Dr. Banner. Okay, okay. Sie können doch nicht einfach Leuten Blut abnehmen. Ich weiß, unter...
normalen Umständen sicher nicht. Doch dies sind keine normalen Umstände. Heilige Scheiße. Jan, Jonas, Mann. Uns ist allen klar, dass du schon wieder spoilern könntest. Oh. Das ist uns allen klar. Nein. Aber bitte mach's nicht. Niemand will deinen Spoiler hören. Highway 9, von Highway 9 sind es etwa 20 Meilen bis Highway 90. Wenn du Highway 90 nimmst, kannst du dir den Bus nehmen. Was Sorry. Was sehen Sie da? Also gerade ist Junge. Ich hab wirklich, also wirklich ziemlich lange Zeit, als der Große verbracht, also... Okay, er war sehr lange Hulk, hat er gerade gesagt. Wann leben Sie denn hier? Ein paar Jahre, ja. Das ist bemerkenswert. Ja, das habe ich schon mal gehört. Also, deswegen verfolgen Aimbots sein Kind in die Wüste? Weil ich Superkräfte habe. So normal ganz. Verfolgen die mich. R1 drücken für die Fähigkeit. Ich habe etwas gestohlen. Niklas, Ehrenmann. Vom AIM-Server. Investiert sehr gut seinen 99 Cent. Wieso? Wieso? Ich weiß, okay. Ich denke, Sie sollten es sich selbst ansehen. Das ist Tarleton. Ja. Wieso schaltest du die Sicherheitsprotokolle ab? Oh. Hat er gerade... Ja, genau. Oh, er wird jetzt genau. Safe wieder in Hulk das verwandeln. Das habe ich auch gedacht. Weil dieser Doktor... Er hat den Reaktor eingesperrt und wollte dann die Chimera entführen. Das ist ein bisschen weit hergeholt. Wir wissen, dass der Reaktor eine Fehlfunktion hat. Vielleicht wird er wütend und verwandelt sich direkt wieder. Ismail, was gedacht? Sicherheitsprotokolle auszuschalten und die Türen Nein, zu schließen? Wir haben die A-Day-Aussagen 1000-mal gehört. Tarleton und Monika waren auf der Brücke, als es zur Explosion kam. Und nur deshalb haben sie überlebt. Aber das hier beweist, dass Tarleton nicht mal in der Nähe der Brücke war, als alles explodierte. Es beweist, dass er lügt. Und wo ist der Rest davon? SGT, danke schön nochmal für 5 Euro. Feier das Game und deine Streams voll. Ich küsse dein Herz, Bro. Ja. Hören Sie. Was Bella schreibt, höre gerade ein traurig Lied und wollte nicht weinen. Aber hab mir ins Auge gegriffen und jetzt weine ich. Puh. Diese ganze Heilungsgeschichte. Nice Story, Bella. Es passt alles nicht zusammen. Da stimmt etwas nicht. Ich kann's fühlen. Nice Story, Bella. Okay, wir überspringen das jetzt mal. Dankeschön, dass hier Copyright-Musik abgespielt wird. So, direkt mal schnell gemutet. Was ist das für ein Ding? Wir haben einfach nichts gesagt. Let's go. Und wenn jemand weiß, wo Tony ist, dann Jarvis. Jarvis. Zum Geheimeingang des Ey Leute, wie nice ist das denn? Wir versammeln jetzt quasi wieder die Avengers. Als erstes haben wir hier den Bruce Banner gefunden, aka Hulk. Und hier suchen wir jetzt gerade nach Jarvis, denn Jarvis weiß ja immer, wo Tony Stark ist. Trick 17. Und hat er die Resistance vertrieben? Ich erinnere mich gar nicht, dass überhaupt jemand dort war, Kamala. Der Große ist auf ein paar S.H.I.E.L.D.-Agents getroffen, aber danach... Dickes CC an iCramix. Oh. Meinst du GG? CC ist mein Creator-Code. Der ist auch dick, den muss man auch verwenden. Ganz schön eng hier. Ja, Kopf runter. Hier, ich helfe Ihnen. Oh, danke. Nein, geht schon.
uns ist eine Lichtung. Dort müsste der Eingang sein. Cool. Okay. Wie sieht Jarvis eigentlich tatsächlich aus? Jarvis ist ein Roboter. Festplatte von 1998. Okay, neue Frage. Krass. Wie sieht eine Festplatte von krass, hier einfach mitten im Urwald. Irgendein geheimer Unterschlupf. Na, endlich. Wir sind nah dran. Oh Mann. Das ist zugeschweißt. Okay, schickt Eindämmungseinheit. Dr. Banner, was soll ich tun? Lauf. Oh yeah, it's Hulk, man. Und boom! Sorry, aber das, das ist halt auch einfach eine richtig dumme Idee, sich mit Hulk anzulegen. Dick. Smash! Boom! Das Ding ist halt, du kannst den ja gar nicht kaputt machen. Du rennst einfach nur rum und machst die Leute kaputt. Guck mal, du rennst die über so... Obwohl, nee, macht er nicht. Schade, ich dachte, man rennt die auch einfach kaputt. Digga, die denken einfach hier, die können gegen Hulk fighten, die Idioten. So, was war hier nochmal dieser Spezialmove? Steine werfen! So. Kommt her, Junge! Was für gar nicht gut, was jucken die nicht denn? Boom, Hulk Clap. Wo sind die so schnell hergekommen? Angriff mit maximaler Kraft. Bam, bam. Bam. Verpisst euch von mir, Junge. Ich bin Hulk und ich dreh durch. Erstmal so einen schönen Stein hier rumschmettern. So. Ja, du da oben, dich schnapp ich mir als nächstes, kleiner Idiot. Boom, okay. Er kann es teleportieren. Okay, wir müssen ein bisschen aufpassen. So, schön ausgewichen. Nochmal ausgewichen, wichtig. Die hier unten, die können wir eigentlich nichts, diese kleinen Roboter, aber der lasert da von oben auf mich runter. Der müssen wir ausweichen, sonst ist nicht gut. Hulk Smash! Nein, ausweichen und... So, schön 400er. Digga, der Peacekeeper. Oh, oh. Da muss der Peacekeeper früher aufstehen. Hulk Smash! Hulk ist zu cracked. Hulk ist zu cracked, ich sag's euch. Ich feier das aber auch, Leute, dass so diese PS5 Storygames bei euch so gut ankommen. Real Talk, Leute. Kuss, Kuss, Kuss. Macht mir auch Bock, so Storygames zu streamen. So mal eine geile Abwechslung zu Fortnite, weißt du? Okay, was muss ich jetzt machen? Werf das Ding mal weg hier. Da oben ist mein. Kann der überhaupt so springen? Ja. Okay, er kann an Wänden laufen. Hulk? Hulk, du musst da hochkommen. Anders geht nicht. Hä? Ah, warte, ich glaube, ich muss über die Wände jumpen. Warte. So. Doch, hat gepasst. Deinem Schweigen entnehme ich, dass du nicht amüsiert bist. Schon okay. So. Meine auch nicht. Hulk, okay, okay. Nicht amüsiert ich ist. Den, Leute, wenn ich Hulk spiele, muss ich einfach immer wie Hulk reden. Also, sorry, Leute. Immer wenn ich als Hulk unterwegs bin, direkt diese Hulk Smash.
So, ein paar Bandjumps hier. Easiness. Squeeziness. Leute, ich würde mich natürlich wie immer sehr darüber freuen, wenn wir mal hier die 10.000 Likes auf den Stream jetzt pushen. So, jetzt hier einmal müssen wir so einen Clap machen. Ich glaube, da reicht kein normaler, Move hier. Da müssen wir einmal unsere Special Force machen. Nee, das meinte ich aber nicht. Ich meinte mehr... Nee, das auch nicht. Hä? Hä? Hä, wie kommen wir da rein? Wir müssen diesen Schlag machen, aber es geht nicht mehr. Weil ich meine... Ah, oh, okay, doch. Es geht. So, was finden wir hier? Okay. So, Hulk muss weiterlaufen. Hulk weitergehen muss. Was? Was ist denn das hier? Provisorisch sieht das nicht aus. Wer macht hier Faxen? Hulk ist salty. Oh, Hulk ist jetzt richtig pissed. Für ihn ist nicht alles cool. Die haben sich hier eingerichtet. Wir hier ist die Secret Aim Station. Zack, auf damit. Wenn das hier vorbei ist, werde ich sehr lange duschen. Hier müssen wir reinkommen. Hä? Wie kommen wir da hoch? Keinen Sinn, Bro. Ah. Geht doch. Boah. Hast du den Leak von Fortnite Star Wars schon gesehen? Nee. Ist das das, diesen Trailer, wo ihr meintet, den ich mir mal reinziehen soll? Meint ihr das, Leute? Und bam! Hulk Smash! So, komm, wer will jetzt hier auf die Schnauze haben? Ihr gebt mir richtig auf die Eier schon wieder, ey. Bam. Wer ist hier? Ha? Du sie ab. Ich suche einen Zugang. Natürlich denke ich dir ab. Wer denn sonst? Kriegst einen Stein ins Gesicht, Alter. So, zack. Die saftige Nackenschelle. Das ist vielleicht eine schlechte Idee. Hey, eure Wachen, die stinken einfach nur. Eure Wachen, die stinken nach Schmutz. Sie regeln alles ab. Warum feiere ich das so, Leute mit Steinen abzuwerfen? Hä? Hey, ich häng fest! Nein, ey, die verprügeln mich! Ey. Anscheinend hat AIM um das Originalarchiv herumgebaut. Alles ist neu. Okay, okay, macht hier diese Politik. So nicht! Okay, wir kriegen hier gerade ein bisschen viel Schaden, Leute. Das darf ich nicht unterschätzen. Aber ich habe auch noch einige Spezial-Attacks von mir. Und let's go. So, der Typ da hinten, der geht mir so auf die Nerven. Komm her, komm her. Ich hab dich doch, ich dachte, wir hätten das vorhin schon geklärt, Minion. Moin Meister, Digga. Ich dachte, wir hätten das vorhin schon geregelt, Bro. So, hier so einen kleinen Run, Alter. So, zack, ey, Schmutzbengel. So, wer will jetzt noch? Digga, du musst doch mal nach unten schlagen, Junge. Hä? Oha, ich habe sehr viel Leben verloren. Das ist nicht gut. Und Hulk Smash! So. Okay, wichtig. Haben wir alle. Haben wir alle weggeklappt. Sehr wichtig. Komm ich hier hoch? Komm ich hier hoch? Ah, warte, ich habe eine Idee. Vielleicht kann ich auch so einfach so Steine in das Fenster reinwerfen. Oh mein Gott. Ey. Das ist nicht cool, was du machst, Bro. Ey! Digga, ich drück die ganze Zeit ausweichen. Hulk ist einfach zu fett. Hulk ist einfach zu fett zum Ausweichen. I'm sorry. Aber Hulk, du bist ein Fettsack. Tut mir leid. Schau erst seit kurzem zu. Wann ist Captain America gestorben? Er ist direkt am Anfang gestorben, leider.
bei einem tragischen Unfall und seitdem wurden die Avengers aufgelöst. Jonas, jetzt darfst du mir mal eine Hilfestellung geben. Ich muss dir doch bestimmt was reinwerfen. Ich muss dir doch bestimmt in das Fenster... Digga, ey. Ja, komm. Komm, schieß mich ab. Schieß mich ab. Juckt mich nicht. Bam, guck mal. Ja, genau so. Genau so werf mal da Brocken rein. So, hier. Du kriegst auch noch einen auf den Deckel. Ihr schießt auf mich. Ich werfe euch mit Steinen ab. So, fertig. Hulk Smash! Digga, ey, sei mal nicht so frech hier. Ey! Hab mal Respekt vor Hulk! Boah, der ist stark, er ist stark. Da müssen wir ein bisschen kurz gucken, aber... Nee, eben nicht so stark wie Hulk. Let's go. Cedric, JLM, was geht? Mach mal die Tür auf! Mach die Tür auf! Ich sag dir ehrlich, Hulk, beste. Einfach Leuten auf Deckel geben. Einfach so, ohne viel reden. Ohne viel reden hier. Okay, Extraktionsgamma-Experiment. Okay, was müssen wir hier machen? Hulk, ja gut, ich glaube, wir müssen das einfach kaputt hauen, oder? Einfach kaputt hauen. Was soll Hulk auch sonst machen? Bestimmt nicht irgendwas Feingefühliges. Fein. Was ist das für ein Wort? Feinfühliges, nicht gefühlig. Zack. Oh, 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 da ist wieder der Big Baba. Hulk zerstören! Okay, okay, diese machst du also. Diese Politik. So. Here we go. Ausrüstungsbildschirm. Wir haben eine neue Ausrüstung. Für den lieben Hulk. Und zwar, was können wir denn jetzt hier machen? Können wir das upgraden oder was? Warte. Ey. Also aktuell haben wir das hier, Kraft 7, Kraft... Oh! Oh! Das ist eigentlich krass. Leichte Combo-Finisher, das hört sich doch gut an hier. Das finde ich irgendwie gerade ganz gut. Krass, von Hulk kann man quasi die Genetik noch skillen. Ja, drück doch hier die Zurücktaste. Wähle einen Ausrüstungspunkt, um zu verbessern. Achso. Okay. Hä? Was soll ich denn jetzt hier machen? I don't get it. Ach, wir müssen den Boost... Idiot. Boosten. Halten. Zum Verbessern. Ja, irgendwie kann man das nicht verbessern, Bro. Jetzt haben wir es verbessert. So. Okay, jetzt dürfen wir wieder zurück ins Game. Halt, zerstören die Tür. Was ist das? Höherstufige Ausrüstung, okay. Okay. Jetzt dreht halt hier richtig durch. Alle aus dem Weg, Junge. Etwas im obersten Stockwerk. Treffen wir uns dort? Könnte das Archiv sein. Aua. Okay, diese macht die hier. Okay, wir haben gerade sehr wenig Leben. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir haben zu viel gesmashed. So, und let's go. Ja, mach den mal weg hier. Fertig. Reicht mir jetzt. Okay. Wir sind extrem weak, Leute. Wir müssen sehr auf unser Leben gerade achten. Ich halte mich mal ein bisschen in der Bedeckung. Weil kein Bock zu sterben. Ja, und wir sind gestorben.
Stani ist Hulk. Okay. Stani wird nur zu Hulk, wenn er bei Hunger Games wieder gededost wird. Oh shit. Nichts kann mich aufhalten. Digga, also euch kleinen Bummis, Digga, da müsst ihr früher aufstehen, um Hulk aufzuhalten. Ich muss ein paar Steine werfen. Den muss man immer hier mit Kastanien abwerfen, den Bummi. Ich merke das schon. Meine Hulk-Fähigkeiten sind leider noch nicht ready. So, genau, so ein paar Steine, so ein paar schöne Kastanien an den Kopf werfen hier. R2 um Zorn aktivieren, das hört sich doch gut an. Bisschen den Zorn rauslassen hier. Ja, yeah, gib mir echt schon wieder mies auf die Eier. Okay, es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, Leute. Ich merke schon, es ist gar nicht so einfach. Wenn du R2 gedrückt hältst und angreifst, heilst du dich. Danke, Jonas, dass du mir das jetzt reinschreibst. Danke, jetzt weiß ich's. Nichts hält ihn auf! R2 wichtig. Verstärkung unterwegs zur Verwaltung. Erster Stock. Ich glaube, von mir wissen Sie nichts. Doktor, ich weiß, dass Sie mich hören. Bitte. Sie können ihn bekämpfen. Ich will Ihnen nichts tun. Aber langsam wird's auch ein bisschen härter, ja? Digga, was willst denn du hier eigentlich von der Seite, Junge? So, aber ja, mit Zorn, das ist schon ein guter Tipp hier. Daher hielt man sich ja immer wieder. Das ist schon ein guter Tipp, Leute. So, wohin? Hierhin. Digga, ey, mach kein Auge! Mach kein Auge! So, fertig. Weg mit dem. Wer will noch auf seinen Schnauze bekommen, ne? Ach, Digga, dich, Alter. Dich hab ich doch schon vermisst hier. Dich habe ich doch schon vermisst, Junge. Dich habe ich doch schon vermisst. So, der kriegt erstmal wieder eine Kastanie an den Kopf. Ich glaube, ich muss hier rüber. Er hat gar keinen Bock mehr auf sein Leben. Aber das ist ein sehr, sehr guter Tipp mit dem Zorn. Ab und zu mal so ein bisschen Zorn aktivieren, dann hielt man sich wieder. Jonas, das war mal ausnahmsweise ein guter Tipp. War ausnahmsweise nicht gespoilert, sondern einen schönen Tipp gegeben. Das gefällt mir. Guck mal, man kann die Runden wirfen, der Arme. ihm wird einfach die Ehre genommen. Und weiter hoch. Ach komm, hau ab hier. Lass gut sein. Ich will nicht eure schmutzige... Hulk Smash! Ey, die haben mich unterbrochen. Schade, euer Verhalten. Einfach schade. Ich muss ein bisschen Wut aktivieren. Denkst du, ihr seid die Einzigen, die Leute abschießen können, ne? Denkst du, ihr seid die Einzigen? Kleinen Menschen, Hulk Hunger hat. Kleine Menschen machen böse mit ihren Waffen. Boah, Mann, Digga. Eine unbedeutende Menschen, Hulk Hunger hat. So,
So. Ich soll mal Touchpad drücken. Und dann. Und jetzt. Ausrüstung. Oh, ich kann mich voll skillen. Ja, hast recht, Bruder. Hast recht. Ich kann mich echt ein bisschen. Einen kleinen Skillerino machen. Ja, so einen kleinen Punch, ein paar mehr Leute zu treffen, ist eigentlich auch noch eine gute Sache. Was ist denn das hier? Schulter-Smash. Auch nicht schlecht. Aber weißt du was? Wir werden das hier mal skillen. Kann ich Schaden? Oh, wir haben echt, wir haben viele. Wir können, oder? Können wir noch was? Nahkampf, Ersatzteile. Dann müssen wir erst in die Base. Ausrüstung. Hier können wir nochmal skillen oder was? Oh! Oh, wichtig. Das können wir sogar upgraden hier. Geil. Okay, guter Tipp. Warte mal, Cosmetics. Können wir unser Aussehen... Oh, nice. Hey, wie geil ist das denn? Was sind das denn für geile Outfits, ey? Okay, das feiere ich gerade. Wie können wir uns die freischalten? Der normale Hulk sieht ja eigentlich voll langweilig aus. Der große Grüne. Oh, der OG. Wie kann man sich... Marktplatz. Ich glaube, wir müssen uns was kaufen, Leute. Oh, wir gucken, welcher uns am besten gefällt und den kaufen wir, okay? Sagt mal ihr an. Oh, der sieht auch cracked aus. Der sieht auch cracked aus hier mit seiner roten Hose. Ach ey, Leute, meine Kamera ist schon wieder zu Hause. Heißt, die muss noch mal einmal wieder kurz abkühlen. Sorry, Leute. Zerschmetterungsoutfit hier. Der blaue, okay. Also ich sag euch ehrlich, hier der mit Anzug sieht schon dieses ganz lustige aus. Der sieht schon lustig aus hier mit Anzug so. Ja, ist halt das Ding, ne? Ob man das so feiert, ist halt so schon zu viel Choke-mäßig. Und das sieht halt so voll brutal aus hier mit so den Stofffetzen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde... Ihn hier finde ich irgendwie krass, Leute. Weil ich finde, da sieht man ja noch, dass Hulk ist, aber irgendwie so andere Farben. Sollen wir mal gucken, warte mal, wir gehen mal am Marktplatz. Oh, müssen wir jetzt Updates dafür runterladen oder was? Lol, das ist ja wie Fortnite-Item-Shop hier. Gibt's hier keine Hulk-Skins aktuell, sondern nur Captain America und für unsere Alte gibt's hier Skins. Wohl R2, Seite 2. Hulk. Oh, lol. Was hat er denn für geile... Oh mein Gott, man kann sogar Attacken kaufen. Takedown. Oh Leute, ich merke schon, das endet hier schon wieder. Meine Cam ist nicht broke, die überhitzt sie einfach nur, weil meine Klimaanlage noch nicht ready ist. Man kann sogar Emotes holen. Oh mein Gott, Leute, warte mal. Das wird hier schon wieder so ein Ding wie in Fortnite. Ich merke das schon. Ja, Update. Dann lad halt dein Update runter, Digga. Dann lad halt runter, Bro. Okay, warte mal. Wie viel können wir uns hier holen? Zwei. Oha, die Skins sind aber richtig teuer. 20. Ein 20, Alter. Das kostet ja richtig was hier. Warte mal. Das ist ja schon dieses Teure. Aber Leute, ich glaube, ich zieh durch. Sollen wir uns was kaufen? Dragon Master steigt. Die Cam hat 3000 Euro gekostet. Das ist einfach nur zu heiß hier in meinem Zimmer. Das ist eine gute Cam, man sieht doch. Man sieht doch, das ist eine gute Cam, Leute. Warte mal, ich kaufe hier mal schnell so ein Pack für, mit Credits. Bestellen und bezahlen. Schau mal, ganz ehrlich, das sind 14 Euro. So gesehen, dieser Hulk-Sing kostet 14 Euro. Das ist schon krank eigentlich. Okay, wir haben die Dinger aufgeladen. Ich lasse nochmal einmal kurz meine Cam ein bisschen abkühlen, okay? Lass sie nochmal kurz ein bisschen abkühlen. So, jetzt haben wir 2200 quasi, ich nenne es jetzt einfach mal V-Bucks. Aber welcher von den Skins gefällt euch am besten? Aber können wir nicht auch die Skins holen, die hier drin sind einfach? Geht das nicht? Warum kann ich denn nur die im Marktplatz jetzt holen? Das verstehe ich nicht. Oder muss man hier auf Details anzeigen? R3, Details. Okay, irgendwie. Warte mal, hier unten sind ja noch. Habe ich die nicht gesehen? Doch. Nee, wir. Okay, dann scheiß drauf. Oder warte mal, habe ich da. Warte, was war hier noch? Emotes, Takedowns. Ah, die Takedowns, ja, Namensschild, okay. Ja, das ist ja full cracked. Okay. Wir müssen uns jetzt irgendwas kaufen, Leute. Wir müssen jetzt unsere. Wir haben jetzt eh 20 Euro schon ausgegeben. Jetzt müssen wir. Marktplatz anzeigen. Jetzt müssen wir uns auch irgendwas kaufen. Für Hulk. Was gibt's für Iron Man? Gut, Iron Man finde ich ein bisschen unspektakulär, die Skins hier. Oh, Thor hat bestimmt auch coole. Oh, ja, gut. Sieht irgendwie auch ein bisschen langweilig aus. Captain America. Auch nicht so die lustigsten. Also die lustigsten Skins hat, glaube ich, echt Hulk, ne? Sag ich, wie es ist. Komm. Wir kaufen uns das mal.
Sollen wir den hier für Hulk holen? Vorschau. Oh mein Gott. Das ist schon wild. Das ist schon wild, Leute. Oder? Vorschau. Boah, oder hier der Ghetto-Hulk. Der Gangster-Hulk hier so mit. Auch krass. Boah, was feiert ihr mehr, Leute? Seid mir ehrlich, 1 in den Chat für den Gangster-Skin hier. 2 in den Chat. 2 in den Chat für diesen Gladiator. 1 Gangster, 2 Gladiator. Schreibt mal rein. Das stimmt, ja, ist aus Tor 3, wo er quasi diese Arena-Kämpfe macht. Aber bloß in Schwarz quasi. Ich weiß es nicht, was ich gerade mehr feiern soll. Ich finde, dieses Gangster-Ding sieht halt lustiger aus quasi, weil es so mit Unterhemd. Aber er sieht halt krasser aus mit seinem Schild, mit seinem Schwert auf Rücken. Boah, das ist jetzt schon wieder so eine ganz schwierige Frage. Ich guck gerade auf Live-Chat, Leute. Oh mein Gott, ich kann mich nicht entscheiden. Ihr seid böse, Leute. Ihr seid böse. Wisst ihr was? Ich mache jetzt einfach. Was können wir machen, um uns einfach random zu entscheiden? Warte, ich frag Siri. Hey Siri. Och, Digga, meine Siri geht nicht. Ich google jetzt. Zufällige Zahl zwischen 1 und 2. Zufällige Zahl zwischen 1 und 2. Und? Warte, wir machen das auf ganz legit. Zwischen 1 und nicht 100, sondern 2. 1 und 2 einfach nur. Zack, generieren. Und das ist die 2. Leute, es ist die 2 im Zufallsgenerator. Real Rap. Ich würde es euch zeigen, aber ich habe es auf Handy gemacht. Aber ich lasse die Seite extra auf für euch. Okay, das heißt, wir werden uns ihn hier kaufen. Den Gladiator. Warte auf Abschluss. Okay, nice. Und dann gibt es hier aber auch noch so Takedowns, so kranke, die wir uns vielleicht holen können. Alter, wild. Zu wild. Boah, die smashen auch nochmal. Boah, was? Das ist ja auch krank hier, Alter. Dieser epische, ne? Das ist ja auch ganz dieses Crackte. Weißt du was? Das kaufen wir uns. Den kaufen wir uns auch noch, den Takedown hier. David Gmundner, Dankeschön für 2 Euro. So, jetzt hauen wir uns den hier als Cosmetics rein. Zack. Nice, hat direkt funktioniert. Sammlung. Social, Ausrüstung. Fähigkeiten. Ist das jetzt eine neue Fähigkeit von uns? Ich weiß nicht. Ersatzteile, okay. Egal, wir machen mal weiter. Komm. Leute, sieht auch schon krank aus hier. Seid mir ehrlich, sieht auch schon krank aus. Sieht jetzt sind wir einfach hier der Gladiator-Hulk. Und er dreht direkt durch. Er dreht halt einfach. Ho, ho, ho. Digga, er wirft ihn durch die Gegend. Was ist mit ihm? So, der Typ ist fertig. Der Typ ist fertig. Ich finde irgendwie, jetzt sind wir nochmal viel stärker. Fragt mich nicht warum, aber ich finde irgendwie, jetzt mit dem Skin sind wir viel stärker. Auf mich zu unterbrechen, du kleiner Kelp. Okay, du machst diese Politik. Okay, Digga, jetzt reicht's, Digga. SGT, Dankeschön für den Fünfer. Ich habe gerade mies reingekackt. Es tut mir leid, Leute. I'm sorry. So, Cam machen wir jetzt mal wieder an. Okay, das war gerade ein bisschen reingefällt. Sorry. Es war ein Fail. Ich sehe es ein, es war ein Fail. Moin, Black Cam. Was geht? Man kennt ihn doch. Die gute alte Black Cam. Wir müssen einfach hier direkt mehr Schellen verteilen. Das ist einfach der Trick. Ey, was blockt der Typ? Gamer Fortnite, danke schön auch nochmal für den Fünfer. Ich finde das Game ziemlich nice. Also ich sage euch ehrlich, ich fand Spider-Man einen Ticken besser von den Kampfdingern her noch. Bin ich ganz ehrlich, sage ich euch real, wie es ist. Aber es ist trotzdem halt ein sau nice Game. Und Gamer Fortnite, deine Doni lese ich auch gleich vor. Er schreibt, guten Abend Leute, ich bin's.
bin wieder da. Ich freue mich schon auf den Stream. Ich habe wieder Lust, wie gestern, zu Donation, Stani und iCramix sind cool. Dankeschön, GamerFortnite00. Ich küsse dein Herz für den Support, Digga. Aber ich freue mich auch, wenn du da bist, auch ohne Spenden, Digga. Leute sollen nicht denken, dass sie hier extra was spenden müssen, Alter. Scheiß mal auf diese Spenden, Leute. Natürlich freut sein, so Support und so, aber... Scheiß mal drauf. Ich finde das so krass. Ich finde das so krass. Also kleiner Real Talk am Rande, während wir gerade als Hulk Leute smashen. Ich finde das so krass, wie geldgeil manche Streamer sind. Ich meine, normal, man, schau mal, das ist ja das Normalste auf der Welt. Man kriegt Support von den Leuten, man kriegt Spenden. Normal freut man sich. Zum Beispiel das Fläche EU, Dankeschön für 2 Euro. Gruß geht raus an seinen Freund Mardi. Normal, man freut sich so, weißt du, normal. Aber es gibt wirklich diese übelst geldgeilen Streamer, die einfach so sagen, so ey, zum Beispiel so auf Twitch gibt es ja diese Clips, so, ne? Wenn die so sagen, so ey, wenn wir jetzt nicht die 100 Subscriber in dem Stream sammeln, dann mach ich den Stream aus und so. Alter, ey. Oder wenn du keinen Bock hast zu streamen, dann lass es doch, Alter. Scheiß mal auf dieses Geld. Digga, Hulk hat diese ganz neuen geisteskranken Moves. Aber ich muss mal wieder ein bisschen diese Boot aktivieren hier, damit ich Leben zurückkriege. Hulk Smash! Wobei ich aber sagen muss, Leute, es gibt eine Sache, die hat Stani mir im Vorfeld gesagt, der hat das Game ja auch schon mal vor längerer Zeit auf PS4 gestreamt. Der hat mir gesagt, Bro, das Spiel ist voll nice, fängt übelst nice an, aber später wird es ein bisschen langweilig, weil man einfach nur noch diese Fight-Szenen hat und gefühlt keine Handlung mehr. Gamer vorne, danke schon nochmal für 4,5. Ja, aber, Mann, ich hab dich lieb mit Stani. Dankeschön, Bro. Und zwar mein Stani, das Spiel wird irgendwann ein bisschen langweilig, weil es nur diese Fight-Szenen hier hat. Und nicht so mehr Story. Wir haben, also am Anfang gibt es viel Story, da ist gut. Aber später nicht mehr so die Story. Und ich merke das gerade irgendwie schon, was er sagt. Das ist hier irgendwie gerade hier so richtig einfach nur als Hulk durchlaufen, einfach gefühlt alles auseinanderreißen. Heldenfähigkeit bereit. Donnerklatsch, nice. Also ich finde, da muss ein bisschen diese Story noch dazu. Aber es ist natürlich trotzdem ein nice Game. So, komm, wir machen hier einfach mal alles kaputt. So wie ich das gehört als Hulksen. So, ja, und jetzt? Halten. Let's go. Nice, Derek. Freut mich, dass du jetzt Mitglied bist. Da, Derek schreibt, er hat Weihnachtskalender. Ehrenmann, Digga. Support auf ganzer Linie, würde ich mal sagen. Ja, wo muss ich denn hin? Muss ich nicht hier hoch? Geh mal runter hier. Ja, wo soll ich denn jetzt hin? Ach, hier. Hey, ihr könnt eure Treppen wegmachen, wie ihr wollt. Das juckt Hulk relativ wenig. Und er kriegt direkt mal so einen saftigen Donnerklatsch in seinen Neck. So, zack. Ey, warum... Digga, wie er mich anhätte, bevor ich ihn weg hätte. Was soll denn der Scheiß? Ja, jetzt läuft der Asia anders. Oha, Laser. Wer hat hier Laser? Du machst hier Laser auf mich, oder was? So nicht. Da ist der Laser an der Wand. Digga, ich spucke auf euren Laser. So, zack. Da haben wir doch unser Leben wieder. So, Laser weg. Der andere Laser auch weg. Und du auch weg. Timer it Brawl. Was geht ab?
Weiß Stani, dass mein Name Yusuf heißt? Keine. Ach stimmt, das soll ich ihm ja noch sagen. Bro, nimm mich nicht übel, ich hab's vergessen. Ich bin ehrlich, ich könnte jetzt einfach sagen, ja, aber Bro, ich sag dir, wie es ist, ich hab's vergessen. Ich bin in einem. Ach warte, ich glaube, ich muss hier die Dinger kaputt machen. Damit hier die Wände aufgehen. Wir hauen einfach mal alles kaputt. Kann nicht schaden, einfach alles kaputt machen. Dafür sind wir als Hulk da. Hulk macht einfach alles kaputt. So. Du hast es geschafft. Hier haben sie die Inhumans eingesperrt. Meda, schade, dass du vor dem... Ach, Meda. Also Adventskalender kann ich sagen, es ist Vollmilch und das lecker. Schade, Meda, dass du vor dem 1. Dezember aufmachst. Schade, dein Falten. Oh, freut mich. Ja, ich sage euch, wie es ist, diese Schokolade vom Adventskalender. Die ist einfach ganz klassische Vollmilchschokolade. Ohne viel Experimente, ohne Nüsse drin, ohne Milch, ohne... Einfach klassische Vollmilch... Also okay, Vollmilchschokolade hat ja Milch drin, aber ihr wisst, was ich meine. Ohne diese Milchfüllung, wie zum Beispiel Kinder Schokobon oder so. Keine Hase. Ganz normal. Alles Standard Schoki. Oha, der ist cracked. Weil das Ding ist, wenn man irgendwie so rumexperimentiert mit Schokolade, es gibt immer Leute, die können das nicht essen, der andere kann dies nicht essen, weißt du, wie ich meine, so. Boom! Oh mein Gott, ich mach diesen Finishing-Move gerade bei ihm, den wir uns gekauft haben. Bleib bitte einfach liegen. Weißt du, wenn man so Experimente macht, dann gibt's halt immer Leute. Jonas schreibt, der Roboter macht gut Schaden, pass auf, Digga. Guck mal, was ich hier mit dem gemacht habe. Ich habe dem Roboter einfach mal kurz seine komplette Ehre genommen. Was für, ich bin angeschwächt. Ihr wisst wohl nicht, dass ihr hier gerade mit Hulk chillt. Ihr Spackos. Ja, deswegen, also nochmal, um auf den Punkt zu der Schokolade zurückzukommen. Einfach ganz klassisch voll mit Schokolade. Das schmeckt jedem. Weißt du, wie ich meine? Der eine verträgt Nüsse nicht, der verträgt dies nicht, der macht das nicht. Deswegen einfach ganz mal voll. Außer wenn ihr milchunverträglich seid, dann habt ihr halt Arschkarte, Leute. Also dann sorry, Alter. Aber so, die meisten können, glaube ich, voll mit Schokolade essen. Sind ja auch keine großen Stücke, ne? Deswegen. Ist noch nicht da. Aha, nein. Hat der Max gesagt, das freut mich. Nein, Bro, ist meiner Tochter. Was? Nein, Bro, ist mein. Ist noch nicht da. Ist noch nicht angekommen bei dir, der Adventskalender, oder was, Bro? Sollte. Also, ich habe nochmal neulich nach dem Update gefragt, wie es aussieht. Und es wurden bereits 7000 Adventskalender verschickt. Ja? 3000 noch nicht. Das war mein Stand, was ich vom Versandding bekommen habe. Deswegen, ja. Und wie gesagt, 1000 waren noch auf Lager. Also, aber bekommt jeder sein... Ach, ey, da ist ja nochmal... Hä, der ist ja wieder da. Okay, ich dachte, es wäre... Hä, ist der jetzt wieder aufgestanden oder was? Habe ich was nicht mitbekommen? Ja, er haut auf mich drauf. Schade, dein Falten, Digga. Schmutzig. Ich muss aber ehrlich sagen, Leute. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube. Ich glaube, wir machen gleich. Ich werde gleich was anderes zocken. Ich glaube, ich werde gleich was anderes zocken. Weil ich muss. Ich erinnere mich gerade wirklich daran. Also, Jonas, ich weiß, du feierst das Spiel. Ich erinnere mich aber wirklich gerade daran, was Stani mir gesagt hat, dass es irgendwann langweilig wird, weil es nur Fight ist. Und ich habe irgendwie. Also, es nimmt es mir nicht übel. Wir werden den Bossfight jetzt hier noch fertig machen. Aber das Spiel langweilt mich gerade irgendwie, weil es halt wirklich einfach nur als Hulk. Man drückt die ganze Zeit eigentlich nur diese Viereck-Taste, weißt du? Man haut eigentlich nur als Hulk drauf. So voll. Von der Story am Anfang übelst nice, aber irgendwie gerade todeslangweilig. Weil ich finde, so ein Spiel nur smashen, Alter. Es ist... Irgendwie catcht mich das gerade nicht so. Also nehmt es mir nicht übel. Ihr könnt ja mal in den Live-Chat reinschreiben, wie es euch geht. Ich kann mir vorstellen, dass viele vielleicht das auch gerade geil finden, dass nur diese Smasherei ist. Aber ich finde so ein bisschen diese Story... Guck mal zum Beispiel bei Spider-Man, Miles Morales. Ich habe fast geheult am Ende. Real Talk, ich habe fast geheult. Als er da... als man dachte, er ist gestorben. So eine Story, die packt einen ja auch von so einem Game. Aber das gerade...
Oder das Spiel hat gefühlt keine Seele, Alter. Keine Story. Guck mal, Alter, was man hier die ganze Zeit macht. Man checkt gar nicht, was überhaupt abgeht. Man haut einfach nur drauf. Ach, hier, mein Freund ist wieder da. Hulk Smash! So, zack, der ist auch fertig. Ich glaube aber, ihr versteht, was ich meine. Ich glaube, ihr versteht sehr, was ich meine. Leute, aber egal. Komm, wir machen diesen kleinen Bossfight hier noch fertig. Der kassiert jetzt noch ein bisschen auf seine Nüsse hier. Ausgewischen, okay. Ja, wir müssen aber auch ein bisschen aufpassen, was Leben angeht. HN Gregor, ich find's auch langweilig. Ja, aber guck mal, wir sind ehrlich so. Wir sind ehrlich. Eigentlich ein nice Spiel, hat richtig gut angefangen. Aber schade. Ist ein bisschen zu viel. Guck mal, ist ein bisschen zu viel gesmashed. Man hat die... Ach, scheiß drauf, Digga. Ehrlich, Alter. Scheiß drauf. Kein Bock mehr auf das Game. Man hat nicht mal epische Musik im Hintergrund. Also bei Spider-Man, weißt du, hörst du so epische Musik und dann, weißt du, so die Story. Hat stark von am Anfang angefangen, aber... Ich glaube, ich werde das Game auch nicht weiter streamen, wenn das jetzt so bleibt, ne? Dann lass uns lieber nächstes Mal... Guck mal, dann lass uns lieber nächstes Mal im Stream Hitman machen. Hätte ich viel mehr Bock drauf, Leute. Und lass uns jetzt vielleicht noch ein bisschen die ein oder andere Reaction noch machen auf YouTube. Das Spiel ist nice, aber ich finde es... Also ich bin... Das ist bei mir, glaube ich, noch nie passiert, dass ich im Stream gesagt habe, ich langweile ein Spiel, ich will aufhören. Aber ich will euch hier auch nichts vormachen. Versteht ihr, wie ich meine? Ich bin so, wenn mich irgendwas hypen, am Anfang war ich auch voll gehypt aufs Spiel, dann drehe ich durch, dann freue ich mich und so. Aber jetzt gerade soll ich jetzt so machen, so, boah, ja, voll geil. Und mich catch's nicht. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich, und das ist eigentlich ein guter Titel, aber es wird einfach langweilig. Das Spiel ist gut, aber die Entwickler haben die Seele vergessen, in das Spiel einzubauen. Das Game hat einfach keinen Charakter. Lays Al-Masri, 2 Euro. Hast du meine PlayStation 5 geschickt? Leider noch nicht losgeschickt, Bro. Ich bin ehrlich, sie steht noch neben mir. Aber wird jetzt morgen oder so. Ich wollte das eigentlich schon machen, aber ich glaube, morgen ist Mylin unterwegs. Dann schicke ich die zur Post, dann soll die das machen. Ja, dann wird deine PS5 rausgeschickt. Ja, gar keine Sorge, auf jeden Fall. Keine Sorge. Leute, keine Sorge, ich werde den Stream jetzt noch nicht beenden. Aber ich würde gerne jetzt nochmal ankommen. Wir sind jetzt schon fast 3 Stunden live. Ein anderes Spiel jetzt anzufangen, lohnt sich auch nicht. Dann würde ich sagen, lass uns jetzt lieber vielleicht noch die ein oder andere Reaction machen, ein bisschen labern. Und im nächsten Stream, würde ich sagen, widmen wir uns Hitman. Viele haben es ja auch gewünscht, Hitman. Dann fangen wir danach, als nächstes PS5-Projekt, fangen wir Hitman an. So, David Gmutner, Dankeschön für 5 Euro. Ich küsse dein Herz, Bro. Wie kann man Mitglied werden? Moderatoren, schick mal gerne den Mitglieder-Link rein. So, zack. Zack. Ja, wir reagieren jetzt erstmal auf den Fortnite-Trailer, was ihr gesagt habt, weil den habe ich noch gar nicht gesehen. Remi, lol, Ehrenmann, was geht ab? So. Announce the Fortnite-Crew. So, zack, wir gehen rein. 20 Sekunden geht das Ding nur. Fortnite-Crew. Every month you will get... Out an Explode. Oh, 1000 V-Bucks. Plus the Battle Pass. Ah, ey, ich sehe doch schon, was das hier wird. Epic Games mal wieder ganz schlau. Also, Epic Games will auf jeden Fall wieder Geld machen. Ich merke doch schon. Weißt du, was das wird? Fortnite Crew heißt das. Das wird ein Abonnement. So ein Abonnement. Das kostet dann im Monat zum Beispiel einen Zehner. Ich sage euch jetzt schon mit Ansage, es wird einen Zehner kosten. Dann kriegt ihr 1000 V-Bucks, womit ihr quasi schon diese 10 Euro gezahlt habt. Und einen Skin jeden Monat. Und dafür schließt man eine monatliche Mitgliedschaft ab, was 10 Euro kostet. Es ist extrem schlau von Epic Games, weil selbst wenn man auch mal diese monatliche Mitgliedschaften, das ist eh diese Abzocke, weil das läuft immer weiter. Das ist dieses Fitnessstudio-Prinzip. Wisst ihr, wie ich meine so? Man zahlt monatlich was, obwohl man auch mal 3 Monate nicht geht. Ne? So ein Ding wird das. Also kann ich jetzt schon sagen, Fortnite Crew, das wird ein Abonnement quasi, was man bei Epic Games machen kann. Ich find's nicht schlimm, aber es, Fortnite, also die machen es halt, um Geld zu verdienen, ne, klar, aber gut, was macht man auch nicht, um Geld zu verdienen? Also, ne, man kriegt jeden Monat einen neuen Skin und 1000 V-Bucks und das kostet bestimmt einen Zehner. Sage ich euch jetzt schon mit Ansage. Aber an sich, ich werde es natürlich machen, weil ich will auch immer den Skin bekommen.
weil ich ja auch YouTuber bin, ne? Ist ja auch cool, das für euch zu zeigen. Aber ja, es ist halt Epic Games. Die machen das schon schlau. Wir gucken mal, was geht denn so auf YouTube ab? Guck mal, hier auf Paulberger-Kanal ist ein neues Video online gekommen. Auch immer gut, Leute. Ich sag euch ehrlich, mein Paulberger-Kanal, das ist so ein Reaction-Kanal von mir. Falls ihr ihn noch nicht kennt, checkt ihn aus. Der ist auch wild, ne? Auch fast 500.000 Abos haben wir hier geknackt. Ich glaube, viele von euch kennen den gar nicht. Der ist so ein bisschen so secret im Hintergrund. Aber der hat voll die krassen Klickzahlen hier auch. Aber so, mashallah, YouTube-Einnahmen sind am Start. 12 pro Monat, okay. Ey, aber Mohammed, habe ich gut geschätzt, sehr ehrlich. Ich habe gut geschätzt. Weil, gucken mal in die Trends. Leute, sag mal, sollen wir mal wieder... Leute, lass mal wieder auf was von Simex reagieren. Das letzte Reaction auf Simex kam sehr gut an mit seiner Freundin. Oh, scheiße, der Arme, Digga. Hier live, Lion. Habe ich ja schon mitbekommen. Ich glaube, viele von euch haben es ja auch schon mal mitbekommen. Er hat ja Krebs, der Arme. Montes neues Gamingzimmer, auch wild. Auch sehr, sehr wild. Aber ich glaube, das haben auch so schon viele gesehen. Müssen wir jetzt auch nicht nochmal... Obwohl, komm. Warte mal, wir gucken erstmal... wir fangen erstmal mit Life of Lion an. Hey, Leute. So, ganz kurze Story. Life of Lion, vielleicht habt ihr ja schon mal was von ihm gesehen. Ich habe schon mal ein Video von ihm gesehen. Ich glaube, nur ein Video habe ich von ihm gesehen. Der Arme hat leider Krebs und macht so eine Art Tagebuch. Er dokumentiert das. Oder was heißt... Ich würde nicht sagen Tagebuch, weiß nicht, ob er das so macht. Also so aktiv verfolge ich nicht mit seinem Kanal. Aber er redet über dieses Krebsthema so. Ne? Perfekt, Displays gehen aus. iPad ist leer. Wir schauen einfach mal rein. Hey Leute, ich wollte euch heute nochmal ein ganz kurzes Update geben zu meiner Gesundheit. Weil mich einfach so viele von euch gefragt haben, wie es mir im Moment geht. Vielen, vielen Dank dafür, dass euch das so interessiert. Ich war jetzt auch nochmal beim Arzt gewesen und der hat auch nochmal mit dem Ultraschall geguckt nach dem Tumor. Im Moment sieht es gar nicht so gut aus. Also ja, medizinisch gesehen müsste es mir eigentlich richtig schlecht gehen. Ich habe so eine Wassereinlagerung irgendwie am Herzen, weil der Tumor eben auch ein bisschen das Herz angreift. Allerdings merke ich davon, ehrlich gesagt, so gut wie gar nichts. Ich habe manchmal so ein leichtes Stechen im Herz, das geht dann aber wieder ganz schnell weg und war jetzt auch schon die letzten 2 Wochen oder so überhaupt nicht mehr da. Da bin ich echt mega dankbar, dass es mir im Moment so gut geht. Das Krasse ist, dass der Arzt mir gesagt hat, dass ich jederzeit eigentlich tot umfallen kann, wegen dieser Wassereinlagerung und dass ich auch sonst es mir eigentlich viel, viel schlechter gehen müsste. Schaut mich dann aber immer an und meint so, ich weiß bei dir, dass dein Gott dich da irgendwie durchträgt. Und er glaubt sogar auch an irgendwie übernatürliche Dinge, weil er einfach schon so viel erlebt hat, was mich einfach mega ermutigt hat und wo ich einfach richtig, richtig dankbar auch für eure ganzen Gebete bin. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das spannend findet, wenn ich nochmal mit dem Arzt rede und es für euch filme. Die ARD war diesmal mit beim Arzt, also der Fernsehsender, und hat alles dokumentiert, also den Ultraschall, die Ergebnisse, die haben alle Unterlagen von mir bekommen. Da es ja ein paar Leute gab, die auch in den Kommentaren angezweifelt haben, dass ich im Moment überhaupt krank bin. Wie gesagt, ist es einfach ein krasses Wunder, dass es mir so gut geht im Moment. David Ehrenmann, ich bin da wirklich unglaublich dankbar dafür. Ach stimmt, der ist von den Real Life Guys, doch. Wenn ihr weiter für mich betet, damit einfach die Beule jetzt auch noch weggeht. Weil im Moment habe ich hier echt noch eine ziemlich dicke Beule. Das fühlt sich auch nicht so gut an, wenn ich das von außen irgendwie berühre. Demnächst kommt hier auf dem Kanal nochmal ein Video von einem Roadtrip, den ich jetzt gemacht habe, einfach um nochmal ein bisschen so zur Ruhe zu kommen. Da war ich mit der Jeanette unterwegs. Das kommt die nächste Woche wahrscheinlich raus, wenn ich fertig bin, das Schneiden. Lasst auf jeden Fall ein Abo da und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dann. Krass, ja. Ich sag euch ehrlich, ist schon hart, ne, wenn man so überlegt. Ich finde es nice, dass er das hochlädt, also Props auf jeden Fall. Weil in dem Moment, wo er so voll lässig über seine Krankheit quatscht und dass er eigentlich jede Sekunde tot umfallen könnte und dass er halt einfach nicht weiß, wie lange er noch zu leben hat, ich finde es sehr nice, dass er so offen darüber quatscht und so locker, weil ich finde, in dem Moment weißt du voll zu schätzen, dass du gesund bist. Also ich dachte mir gerade nur, als ich ihm gerade zugehört habe, ich dachte mir so, boah, Gott sei Dank geht's hier gut so. Mit unnötigen Problemen, wo man sich manchmal im Alltag rumschlägt, hier, das nervt dich, dies nervt dich, das nervt dich. Einfach mal so denken, so, Alter, scheiß drauf, meiner Familie geht's gut, mir geht's gut. So, weißt du, das sind dann so die wirklich wichtigen Dinge. Und dafür finde ich seine Videos gut. Einfach kurz, 1 Minute 48 geht das kurz. Kurz eine geile Message irgendwie rübergebracht. Finde ich sehr nice. Ist stark. Echt gut, ja. So, dann haben wir hier ein bisschen zur Auflockerung das neue Gaming-Zimmer von Montana zu dem Black, Leute. Bei mir kommt, by the way, auch bald Roomtour, wenn hier alles fertig ist. Habe ich ja auch schon ein paar Fragen dazu bekommen. Benjamin Spitzer, Ehrenmann.
Ganz kurz, Leute, erster Stream aus dem neuen Gaming-Zimmer ist immer geil. Das ist immer geil. Ich weiß noch, hier mein erster Stream. Vor einem Monat war das gewesen. Ich war auch so gehypt, das war so nice. Ich hatte irgendwie, also auch extrem geile Zuschauerzahlen waren das da gewesen. Ich glaube, über 30.000 Leute und so. Das war einfach, die Leute sind einfach gehypt auf sowas. Man hat selbst vor lang gewartet, es wurde alles umgebaut. Es gab Probleme, Baustelle hinher, dies, das. Und bei Monte, sein Gaming-Zimmer, was man schon im Vorfeld gesehen hat, ist ja sowieso Next Level. Deswegen, ich würde sagen, wir schauen rein. Das Timing, Digga, noch 40 Sekunden, weiß gar nicht, was ich machen soll. Mit dieser Scheiße hier, weg mit dem Dreck. Jamma, seid ihr ready oder was? Also, ihr seht noch nicht alles sofort, okay? Ihr seht noch nicht alles. 3, 2, 1, Abfahrt. Oh, er hat sogar extra so einen Trailer gemacht. Wow, was ein Übergang. Okay, könnt ihr mich sehen? Ich glaube nicht. Das ist quasi der hintere Bereich von seinem Zimmer. Sein Chill-Out-Area. Oha. Was ist das denn, Digga? Ein Kühlschrank. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mit Monte noch geschrieben vor kurzem, als ich hier in das Haus eingezogen bin, hat er mir auf Insta geschrieben, hat mich so ein bisschen gefragt, hat mich direkt gefragt, was ich gezahlt habe. haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben, hat mir Monte auch schon mal sein Wohnzimmer gezeigt. Werde ich euch jetzt hier nicht zeigen, also hat er mir auf Insta ein Bild geschickt, weil das überlasse ich ihm, aber ich sag nur so, sein Wohnzimmer, stellt euch mal Monte sein Wohnzimmer vor. Also ich glaube, jeder, der Monte kennt, der weiß, er liebt Aquarien und LEDs. Und wenn ihr euch jetzt Montes Wohnzimmer vorstellt, dann wisst ihr eigentlich auch genau, wie es aussieht. Also es ist halt so genau, wie man sich Monte sein Wohnzimmer vorstellt. So. Auf jeden Fall, ja, ein bisschen hin und her geschrieben und da habe ich ihn auch gefragt, wie das diese Kühlschränke heißen, wo man dieses Display, dieses Logo in der Glasscheibe hat, weil ich habe ja bei mir hier in der Wand auch extra so mit einem Trockenbauer hier so eine Wand einbauen lassen für einen Kühlschrank, aber ich habe den Kühlschrank noch nicht bestellt, weil ich immer noch auf der Suche bin nach diesen Kühlschränken, wo so ein Display drin ist mit so beweglichen Bildern. Ich habe das einmal bei Nick Merckx bei der Gaming Room Tour gesehen und ich habe mir das so in den Kopf gesetzt, das ist so nice. Ich weiß aber nicht, wie das geht. Also, oder wie das heißt. Live-Chat. Oha. Der allwissende Live-Chat, helft mir mal, wisst ihr das? Natürlich schön Gamers Only überall. Gamers Only hat auch gerade noch eine sehr, sehr wilde Aktion am Laufen. Nicht wundern, an Code iCramics. An der Wand fehlt noch ein Fernseher, Digga. Bei mir an der Wand fehlt auch noch ein Fernseher. Glaube nicht. Eine ganze Wand als Aquarium. Aha. Da fehlt noch ein Fernseher. Da fehlt noch ein Fernseher. Also, seid ihr ready? Moment. Ja, ist schon ein schönes Zimmer. Ist schon ein sehr, sehr schönes Zimmer. Hallo, Bruder. Ist schon ein sehr, sehr schönes Zimmer. Nicht so weit. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Und jetzt runter damit. Aha. 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 Und jetzt schaut mal hier. Ahnt mal diesen hier. Reinzoom in den Aal. Da ist der Twitch-Livestream. Oh, Leute, ich vermisse auch meine 360-Grad-Kamera, mit der ich immer so ranzoomen konnte. Die steht auch hier gerade neben mir, ist aber noch nicht angeschlossen, weil die wird auch noch an die Decke verschraubt. Aber bald kann ich auch wieder diese Zooms machen. Chat, schaut mal hier. Sagt mal Hallo. Da ist der Twitch-Livestream-Chat. Geil. Ich fühle Monte in dem Moment. Er war einfach gerade richtig geil. Ich weiß noch, bei meinem ersten Stream. Zoom mal richtig rein in die Scheiße. Hier, ich habe mich auch so gefreut mit den Displays und so. Das ist einfach, da ist er. Da sind die Schlingel. Man hört richtig, dass er sich freut. Und ich gönne ihm das. Von Herzen. Oh, Mann, du. Geil. Und wieder raus aus den Aal. Aha. Ja, ist ein Spielzeug. Ein Spielzeug, ne? So, seid ihr bereit für den magischen Knopf? Oder wir machen es anders. Ihr seht das jetzt. Seid ihr bereit für den magischen Knopf? 3, 2, 1. Der magische Knopf, was kann der denn? Oh. Nur nochmal ganz kurz der Unterschied. Oh. Nochmal an. Ich dachte schon, irgendwie da fehlt was. Das sieht so dunkel aus. Oh, Bruder. So, und ich zeige euch mal ganz kurz. Da ist jetzt ein kleines WW. Monte ist einfach offiziell der LED-Don. Da muss ich mir noch eine Funkverbindung kaufen, Diggi. Weil das funktioniert noch nicht so, wie ich es mir vorstelle. Ist aber auch egal. Dazu muss ich kurz einmal aufstehen. Aber hören tut ihr mich ja trotzdem. Hey, das ist mein WhatsApp. Ich dachte gerade, es wäre bei mir. Weg mit dem Dreck. Schließen den Dreck. Was haben wir denn da? Aha, seine ganzen Games. Auch nice. Sehr schön. Hat sich schon eine schöne Gaming-Höhle gebaut. Gefällt euch das? Gefällt euch das? Warum hört sich das so an, als würde Monte gerade mein Ohr flüstern? Hier bin ich, hallo, moin. Servus. Da haben wir das Gerda Malebe-Logo.
Also, stark. Ich will euch nur mal kurz verdeutlichen, was diese Kamera für eine Zoom, für eine Zoomkraft hat. Das ist schon eine Baba-Kamera, ja? Das ist schon eine leckere. Boah. Monte, ich glaube, ich muss dir nochmal schreiben, was ist das für eine Kamera? Weil meine Konferenzkamera, also die heißen Konferenzkameras, weil man die für so Konferenzen eigentlich verwendet, so, ist auch schon nice, aber so gut in der Auflösung auch wieder nicht. Ich meine, hat auch einen 20-fachen Zoom und halt 1080p oder so. Aber das ist schon noch ein bisschen besser. Und die war bestimmt nicht günstig. Also ich kann euch mal sagen, meine hat zum Beispiel 700 gekostet, diese Konferenzkamera. Die hat bestimmt 2 Mille. Bestimmt, wenn die so boah. Boah, Digga. Zoom. Da siehst du, also das ist zu wild. Die hat echt einen kranken, also die hat wirklich einen kranken Zoom. Seht ihr ein paar Fühler, Minimum 2K. Minimum 2K. Minimum 2K. Mal raus aus dem Aal. Wo sind die Fische? Wo sind die Fische? Ich sehe keine Fische. Ah, da. Oha, moin moin. Unten rechts, der Papageienfisch. Servus, Meister. Papa-mäßig. So, aber jetzt hier nicht so schüchtern. Ey, wo ist er denn jetzt? Hallo, bleib mal stehen. Moment, Moment, Moment. Jetzt kommt nicht so schnell weg. Oh, ihr Bruder. Oh, Mann, ey! Oh, Digga! Ja, gut, also wir müssen uns jetzt hier nicht die ganze Zeit die Fische angucken. Uns interessiert ja das Zimmer. Desktop-Hintergrund. Ist schon stark, ist schon stark, sehr, sehr stark, ist schon sehr stark. So, so sieht die Zockerecke mit Licht aus. So sieht sie ohne Licht aus. Nur nochmal für euch den kleinen Vergleich. Licht an. Ich kann alle Lichter, egal welches Licht ihr hier seht, so einstellen, wie ich möchte. Hier oben haben wir noch die Elgato-Lichter, buff. Bruder, guck mal, ich bin völlig überfordert mit den ganzen Sachen. Dann haben wir hier, was habe ich denn noch? Genau, als nächstes haben wir dann, Digga, ich habe, Bruder, muss los, Alter. Das müsste die Cam sein. Stark, so, müssen wir aber stark. Machen. Nice zur Optik auf jeden Fall, sehr, sehr moin, gut. Moin. Wie geht's, wie steht's? Ha, hier unten, da haben wir schon Kollege Schnürschuh. Geil. Muss ich sagen, die ist geil, ist sehr geil. Sieht sehr, sehr nice aus. Ich mache jetzt nochmal kurz hier oben die Fernseher an. 10k kostet die Kamera. Oh nee. Schö, Alter, nee, dann scheiß ich auf diesen Zoom. Was ist wieder los? Dann scheiß ich auf diesen Zoom. Das ist kein Problem. Ja, okay. Auf dem Monitor, der Monitor funktioniert jetzt nicht. Aus was für einem Grund auch immer. Kleine Kinderkrankheiten, die man am Anfang hat. Ist so. Ah, kein Signal, perfekt. Das hat er vorhin auch schon gehabt. Ich weiß nicht genau, ob der was er für ein Problem hat. Lassen wir die Scheiße jetzt erstmal aus. Also das ist die Frontkamera, die ihr immer kennt. Auch hier natürlich... Ich muss auch sagen, Chi-Chi, wie er das Aquarium platziert hat, finde ich sehr geil. Man kriegt viel mit von dem Aquarium. Es sieht sehr, sehr nice aus. Da jetzt zum Beispiel, also ne, no front, mein Bruder Stani. Also schon bei Stani zum Beispiel kommt das Aquarium einfach weniger raus, weil erstens ist der Raum bei Stani sehr viel heller mit mehr Weiß und so und dann ist da der Kontrast, diese Helligkeit von dem Aquarium kommt auch weniger raus und weil das bei Stani ja so schräg hinter ihm ist, so weißt du? Man kriegt hier wirklich diese volle Optik von dem Aquarium mit, das ist sehr nice. Kleine Bewegchen wie zum Beispiel, keine Ahnung, also vielleicht fällt es euch nicht so doll auf, es flackert aber ein bisschen. Das kann man noch umändern. Muss die Demo-Version ausschalten bei dem LG. Nee, das hat damit nichts zu tun, Digga. Ich sag euch jetzt nochmal, mit der Aquarium-Cam bin ich noch nicht zufrieden. Die Optik passt jetzt erstmal, aber ich bin bei Weitem noch nicht zufrieden. Okidoki. Achso, perfekt. Digga! Richtige Cam. Also ihr seht, da ist noch Qualität nach oben. Na, die sieht schmutzig aus. Ich bin nicht zufrieden. Die sieht sehr schmutzig aus. Das Becken ist auch noch am Einlaufen. Also das heißt, die Qualität, also das Grüne zum Beispiel, was ihr auf den Steinen seht, ist ganz normal am Anfang. In die Aquarium-Cam muss ich noch ein wenig Liebe reinstecken. Die Cam ist erstmal schief, ja. Also hier seht ihr aber den Korallenwächter, seht ihr? Guck mal, das ist schon schön. Das ist schon schön, auf jeden Fall. Mr. Korallenwächter ist da. Also die Aquarium-Cam und die Perfektionierung damit. Aber muss noch. Ich verstehe auch nicht, warum Monte diese Aquarium-Cam unbedingt im Aquarium drin haben will. Weil es war doch viel nicer, also wie man vorhin gesehen hat, wenn er die hier so, ne, sorry, ich muss euch gerade nochmal zeigen, wenn er die wie hier so einfach so platziert und halt so ranzoomt. Ne? Er hat das ja so rangezoomt mäßig. Wo war denn das? Ey, wo war denn der?
So, keine Ahnung, ihr wisst ja so, als wenn er so ranzoomt, dann sieht man ja auch alles und dann hat eine viel schönere Optik als die Kamera im Aquarium, weißt du? Essen? Ja, ich guck. Ja, safe. Ich bin jetzt gleich durch. Nein. So. Auch immer, was kleine Kinderkrankheiten, die immer bei dem LG. Nee, das hat damit nichts zu tun. Achso, perfekt. Digga! Richtige Cam. Ja, deswegen, also. Also, ne? Ihr seht, da ist noch Qualität. Das ist ja also wirklich komplett am Flackern. Das sind so Kinderkrankheiten, da muss ich mich reinfuchsen. Das ist aber normal. Guck mal, es läuft nie alles perfekt. Zum Beispiel bei mir, das ist so viel Technik, da irgendwas funktioniert einfach nicht. Zum Beispiel bei mir ist das Ding, wenn ich die Farbe, die LEDs von den Fernsehern oben einstellen will, da muss ich irgendwie, frag mich nicht warum, beim Boden kann ich das von überall aus machen mit dem Handy, wenn ich die LEDs da oben einstellen will, um die Fernseher rum, muss ich direkt daneben stehen, damit es die Sensoren erkennt. Oder mein einer Fernseher unten rechts, wenn man drauf schaut, unten rechts in der Ecke ist irgendwie so ein verzogenes Bild gerade. Also ich weiß nicht, ich glaube am Anfang, wenn man viel Technik hat, dann ist einfach ab und zu mal irgendwas nicht ganz perfekt. Das ist halt einfach so. Als Beispiel ganz dunkel gemacht. Nur mal als Beispiel ganz dunkel. Und wenn ich jetzt Licht anmache, wie ist es dann? Ja, geht doch. Wesentlich besser. Guck mal, der Profi, Digga. Psch, 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 psch. Einmal mit Profis zusammenarbeiten, oder? Jemand hat jetzt eben geschrieben, er fühlt die Kamera nicht. Wir haben sehr viele Kameras. Alter. Das ist jetzt eine von... Kannst du nicht sagen, dass du Kamera nicht fühlst, wenn er 30 Kameras hat? Der kann doch immer wechseln. Spielen, wisst ihr, wie ich meine? Wieso die Cam nicht nach oben? Ich wollte halt einfach eine Kamera haben, Digga. Ich wollte einfach eine Kamera haben, wie in der alten Zentrale, die mich von der Seite filmt, dass ich hier mal was auspacken kann. Und von oben hat jeder. Das ist jetzt nicht die finale Lösung. Das habe ich eben gerade nur kurz aufgebaut. Aber ich finde, Digga, die Kamera so stabil. Ich muss mir das hier alles noch einstellen, Digga. Ich hoffe... das gefällt euch. Ich bin von diesen Kameras ist krass, schon hart beeindruckt. Vor allen Dingen finde ich halt einfach extrem heftig, Digga. Schaut euch mal an, wie ich mit diesem Scheiß reinzoome. Ja, Digga, ich sag dir ehrlich, meine 360-Grad-Kamera, die vermisse ich auch gerade. Das ist wirklich nicht. Kurz Statement noch am Ende zu dem Zimmer. Wir haben jetzt ein bisschen Ausschnitte gesehen. Aber ich gehe nochmal hier so am Anfang, hat man doch so eine richtig schöne Optik von dem gesamten Raum gesehen. Warte mal, waren da? Hier, guck mal, hier, so schön. Kleine Bewertung vom, also Live-Chat, ihr könnt ja auch mal reinschreiben, 1 bis 10, wie findet ihr das Zimmer? Ich gebe von mir aus, obwohl ich kann es noch gar nicht bewerten, weil ich noch nicht alles vom Zimmer gesehen habe. Zum Beispiel dieser hintere Bereich mit der Couch und so, den hat er ja wahrscheinlich extra gemacht, um da mal so Konsole irgendwie aufzunehmen, wenn er irgendwie Mario Kart mäßig streamt oder so, dass man von da auch, ich kann es noch gar nicht alles bewerten. Rein von der Optik her, eine richtig geile Zockerhöhle, rein von der Optik her. Es wurde auf jeden Fall nicht gespart an LEDs. ich würde dem Ding wirklich eine 9 von 10 geben. Pass auf, warum eine 9 von 10? Ich finde zum Beispiel, Mohammed schreibt zu viele LEDs für meine Augen, aber man muss ja auch nicht alle aktivieren. Also deswegen, mir sind es auch zu viele LEDs. Ich weiß noch, die ersten Tage, als ich hier in dem Zimmer gestreamt habe, hatte ich immer voll die Kopfschmerzen und Augenschmerzen. Erinnert ihr euch noch dran? Habe ich das in den Streams voll oft gesagt, weil mir das zu viel war so. Ich war das nicht gewohnt für meine Augen. Mittlerweile merke ich das gar nicht mehr. Aber ich würde nicht mal sagen, zu viele LEDs. Nice, jetzt meine Kamera überhitzt stark. Ich würde nicht mal sagen, zu viele LEDs. Weil du musst ja auch nicht immer alle anschalten. Der kann ja auch, ich denke mal, Monte wird auf Dauer auch nicht immer alle aktivieren. Das hat er jetzt einmal am Anfang gemacht. Und irgendwann wird das dem wahrscheinlich auch manche Sachen auf die Eier gehen, dass er vielleicht sagt, er macht jetzt nur die Regale rot an oder er macht jetzt nur hier und da was. Und weißt du, wie ich meine? Ich würde einfach nur einen Punkt Abzug machen, weil ich finde, es könnte ein bisschen gemütlicher sein. Ein bisschen, so ein Ticken mehr Gemütlichkeit, würde ich sagen noch. So ist es halt, ne? Aber ansonsten ist das Ding wirklich ganz, ganz wild. Zum Beispiel Nick Merckx ist von zum Beispiel eine 10. Eine 10 von 10, Nick Merckx. Weil ich hätte zum Beispiel auch Mont hat ja, glaube ich, in seinem Wohnzimmer oder im Bad oder irgendwo hat er den Sternenhimmel. Den hätte ich eher da eingebaut, so wie Nick Merckx. Das ist so, das wird das Ganze so gemütlicher machen. Aber ansonsten, das Ding ist, man kann da eigentlich, also man kann nichts dagegen sagen. Selbst wenn ich jetzt Monte haten wollen würde, man kann nichts dagegen sagen, weil es einfach. Also nicht, dass ich ihn haten will, ne? Ich sag nur, selbst der größte Monte-Hater kann dagegen nichts sagen, weil es ist halt einfach so viel Liebe, Zeit, Geld, Energie, alles da reingesteckt
Und es ist halt einfach krass so, ne? Es ist seine Zockerhöhle, es ist auf Monte-Style angelehnt. Monte spart nicht an LEDs, so kennt man ihn. Und sei ihm gegönnt, sein Zimmer sei ihm gegönnt. Geile Sache und ja, GG. So, ja, ich weiß, wisst ihr, warum meine Cam immer überhitzt? Weil meine Handwerker die ganze Zeit, ein Teil fehlt denen, um meine scheiß Klimaanlage hier endlich zum Laufen zu kriegen, ey. Ich weiß auch nicht. Mir geht das auch ganz, ganz gewalttätig auf der, ja. Aber ja. Leute, wisst ihr was? Ich würde sagen, wir werden den Stream jetzt hier auch an dieser Stelle beenden. Wie gesagt, meine Cam hat sich ja sowieso verabschiedet. Deswegen machen wir jetzt hier so ein bisschen noch auf Blackscreen angelehnt. Vielen Dank trotzdem für den babamäßigen Stream. Wie gesagt, das Avengers Game werde ich nicht mehr weiter streamen, weil hat mich irgendwie am Ende voll gelangweilt. So hatte mir zu wenig Story. Kevin Hübner, Ehrenmann, was geht ab? Aber ich denke mal, nächstes Game, was wir so streamen werden, also so PS5-mäßig, wird Hitman. Hitman, haben sich auch sehr viele drauf gefreut, das wird dann Hitman werden. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder in alter Frische mit einem GTA-Video oder einem Fortnite-Stream oder mal gucken, irgendwas, was man so kennt, Leute. Wir gucken mal noch kurz. Nee, ist niemand mehr live, den wir kennen. Deswegen würde ich sagen, bis dann, haut rein, Leute, euer Crymax.